NNG Podcast. Wir sind hier beim NNG Podcast. Ich bin sehr froh, dass ich dich hier habe, weil hier genau wie auf dem Becher steht, wach auf. Wir wollen heute die Leute wach machen. Es geht heute um Ernährung. Stell dich erstmal vor, erzähl uns, wer du bist und was du genau machst. Ja, also ich bin Stefan, ne, wie du ja schon weißt. Ja. Ich bin eigentlich gelernter Zweiradmechaniker und habe mit meinem besten Freund zusammen einen kleinen Manufaktur- und Reparaturbetrieb für Fahrräder. Wir verkaufen handgedengelte Sachen, nachhaltig gearbeitet. Wir reparieren alles, versuchen den Leuten zu helfen, dem Endkunden zu helfen, den Menschen zu helfen. Das ist das, was ich so im Alltag mache. Und dadurch, dass ich Familienvater geworden bin, meine Kleine, die wird jetzt 8, habe ich mich dazu entschlossen, mich mit Ernährung zu beschäftigen. Das ist letztendlich der Grund, warum ich jetzt hier sitze mit dir zusammen. Genau. So, weil wir das einfach ein bisschen nach vorne treiben wollen, glaube ich. Da sind wir beide einer Meinung. Für die Leute, die es auch nicht wissen, Stefan ist Teil von unserem NNG-Team. Du wirst jetzt unsere Ernährungsabteilung leiten, sozusagen. Hier, wenn ihr in die Bilder guckt, seht ihr auch meine Veränderung. Ich habe jetzt die letzten 4 Wochen deine Ernährungsweise getestet für mich. Freue mich. Überall Sprünge gemacht, was Kraft angeht. Ausdauer merke ich auch. Also ich werde nicht müde, merke ich. Ja. Und ich bereite mich ja auch gerade vor für die ELF. Ist für mich eine große Möglichkeit, weil es halt auf dem Fernseher dann gezeigt wird. Und ich habe jetzt die letzten 10 Jahre in der GFL, sag ich mal, dominiert. Jeder, der mich aus der GFL kennt, weiß das auch. Aber habe mich damals auch nicht so ernährt, wie ich es jetzt tue, sozusagen. Das heißt, für mich ist es nochmal... Was hast du damals anders gemacht im Vergleich zu jetzt? Ach, McDonald's zwischendurch. Viele Snacks. Viel Brot, viel Zucker, süße Getränke. Mhm. Weißt du? So, das also sehr kohlenhydratereich. Genau, richtig. Viel Fleisch wahrscheinlich. Ich habe auch mein Leben lang eine Plauze gehabt. Also die Leute, die mich über Instagram kennen, wissen auch, dass ich gerade eine krasse Transformation gemacht habe. Vor allem die Leute, die mich persönlich kennen, die wissen, okay, guck mal, Coach war immer groß, stark, hatte Muskeln, aber wenn er das T-Shirt ausgesucht hat, war da immer ein kleines Bäuchlein. Also war es immer eher so der massige Typ. Genau, ne? Masse, genau. Zwar Schnellkraft da, richtig. Aber nie so definiert, wie du das dir eigentlich vorgestellt hast. Nee, ich habe mir auch gedacht, ey, irgendwie, ich glaube, ich selber, ich habe auch, glaube ich, mal irgendwann in Instagram mal gepostet, wo ich meinte, scheiß auf Sixpack. Weißt du, was ich meine? Ich will gemütlich leben, ich habe keinen Bock auf Sixpack. Ich will nicht so auf meine Ernährung achten. Das war da noch ein bisschen meine Einstellung. Was also mehr der Genussesser im Magentraining? Genau, trotzdem, richtig. Ja. Ich habe hart trainiert, zweimal am Tag, aber die Leute haben mich dann auf Instagram angeschrieben, meinen, ey Coach, wieso machst du nicht so eine krasse Transformation? Du siehst halt eigentlich immer sehr gleich aus. Und ich muss auch sagen, ich habe auch dann zum Beispiel jahrelang auf demselben Level gearbeitet. Also das heißt... Leistungstechnisch hat sich nichts verbessert. Genau, richtig. Ja. Ich dachte, okay gut, ich bin jetzt Anfang 30 damals. Ich bin jetzt Mitte 30, aber bin Anfang 30 und das ist jetzt so mein Peak. Weißt du, ich drücke 140, 7, 8, 9 Mal, mache Kreuzheben mit 260. Dachte, okay, das war's. Und jetzt merke ich einfach gut, da ist ja viel, viel mehr drin. Auch von der Trainingsart habe ich mich ja komplett geändert. Ja. Ich habe Leute, jetzt folge ich wie Knees Over Toes Guy. Das ist ein Typ, den will ich dir auch mal zeigen. Ganz krasser Typ. Der hat gerade alles, so wie du das ein bisschen so mit deinem Ernährungswesen machst, hat er alles sozusagen auf den Kopf gestellt, was die Wissenschaft sozusagen belegt. Die sagt geh nicht mit den Knien über die Zehen. Wie Wim Hof auch mit seiner Atemtechnik. Richtig, richtig. Und das mit der Atemtechnik habe ich auch ausprobiert. Ne? Geht gut, ne? Ey, ich habe nach dem Sport habe ich kalt geduscht und ich muss sagen, ich bin sehr kälteempfindlich. Ja. Aber ich habe mich einfach dahingestellt, erstmal in der Warmdusche und habe angefangen, richtig hart zu atmen. Mhm. Das ist richtig und raus. Mhm. Und dann immer kälter getrieben oder gleich radikal? Nein. Immer kälter. Und dann war ich auf ganz kalt und ich habe noch nie ganz kalt so lange ausgehalten. Mache ich genauso auch. Also ich mache auch nicht diese Radikalkur. Das kann man im Winter schön machen, wenn man dann mal irgendwo in den Fluss springen kann oder sowas. Dann ist das angesagt. Aber bei allem anderen, ich mache das genauso nicht auch, weil ich bin auch gerne ein Warmduscher. Richtig. Wer macht das nicht gerne? Wer duscht nicht gerne warm? Für unsere Zuschauer auch nochmal, du bist ja selber trainierst wie ein Ironman. Also genau. Das ist mein Trainingsstandard. Ich möchte, wie ich das bei vielen Leuten gesehen habe, einfach alltagstauglich im Standby-Modus sein, wie du das ja wahrscheinlich mit deinem zu trainieren auch machst, dass du einfach weißt, für das, was du gerne machst, für das, was du brennst, ne, das, was in dir drin steckt, das war bei mir früher auch schon so,
das will ich immer abrufen können. Verstehst du? Ich will nicht lange Trainingsetappen machen müssen, um dann irgendwann dahin zu kommen, sondern ich will einfach sagen können, okay, ich springe jetzt in den Fluss und ich schwimme jetzt meine 5 Kilometer. Genau, richtig. Ich will mich auch aufs Rad setzen können, wenn ich jetzt Radreisen mache und für mich soll halt so eine 200-Kilometer-Etappe mit Packtaschen, das soll für mich einfach kein Problem sein. Ja. Also das war das habe ich damals für mich einfach entschlossen, dass ich das so machen möchte. Und deshalb trainiere ich sehr viel in diese Richtung. Richtig. Und jetzt mittlerweile ist das so, dass ich gerade beim Laufen und beim Radfahren, ich bin im Standby-Modus. Ich kann jetzt mich aufs Rennrad draufsetzen und kann wirklich 300 Kilometer volles Rohr treten und ich werde nicht mehr müde. Ja. Ich muss zwar meine Energie nachführen, ne, durch die Ernährung. Das heißt, ich habe immer spezielle Sachen dabei für unterwegs, weil du ja tierisch verbrennst, einfach durch die Leistung. Ne, aber ich drehe das volles Rohr durch, ey, das, mit der gleichen Wattleistung. Das mit der Schokolade hat mich auch beeindruckt, weil also für die Leute, die verstehen, müssen verstehen einmal kurz, wo ich herkomme. Im November hat Corona angefangen, da waren die Gyms zu. Ich hatte mich halt seit Juni 2020 zweimal am Tag trainiert gehabt, richtig krass Boxen, hier, das. Worauf ich mich vorbereitet, wusste ich damals noch nicht, weißt du, da kam dann die ELF vorbei, da wusste ich, ich habe alles richtig gemacht. Ja. Und dann kam Corona wieder mit Lockdown, November, da habe ich ja für mich entdeckt, da habe ich meine erste Transformation gemacht, weil da habe ich, bin ich auf Keto umgestiegen, habe gedacht, ey, weißt du was, irgendwas muss ich tun, um meinen Körper halt knackig zu halten, plus meine Outdoor-Workouts, habe dann irgendwann mit 400 Liegestütze in 40 Minuten angefangen und war dann nach 3 Wochen auf 1500 in 45 Minuten. Da habe ich dann selber gemerkt, krass, okay, gut, ich kann viel mehr, als ich jemals dachte, weißt du, und die Ernährung für mich, sag ich mal, war da, es war eine Überraschung, dass ich so schnell definiert geworden bin, sozusagen, weißt du so. Und wir haben dann halt jetzt Corona gehabt, alles zugemacht. Das heißt, für mich habe ich dann nochmal, wie gesagt, in der was Ernährung angeht, viel rausgefunden. Und dann haben wir uns ja kennengelernt. Richtig, und dann haben wir uns ja kennengelernt über Flo. Und Flo hat mir dann auch erzählt, ey, der Typ ist, ich kenne keinen wie euch beide, ihr seid immer am Trainieren. Ja, geht auch raus an Flo, ne? Wenn er dann irgendwann den Podcast hört. Ne? Ja. Danke Flo, dass du uns zusammengeführt hast. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank Flo, das war auf jeden Fall das Beste, was mir passieren konnte, weil ich jetzt, nachdem ich dachte, hey, Keto ist the shit und ich folge ja Joe Rogan, ich liebe Joe Rogan und er ist ja auch immer mit seinem Grass-Fed Beef und lässt das alles immer sehr schön anhören. Das hört sich dann immer sehr gut an, diese Keto. Ja. Und hab mich dann auch ein bisschen informiert. Du hast mir auch viel erzählt, was mich dann schockiert hat, sag ich mal. Was leider immer wenig Leute bei diesen speziellen Ernährungstypen halt nicht erzählen. Richtig. Das ist das Problem an der ganzen Und das Nummer. Witzige ist, ich habe es ja auch gespürt. Also ich trainiere wirklich, die Leute, die denken, ey Coach, das ist alles Quatsch, die wissen auf Instagram, ich trainiere wirklich 2x am Tag. Ich poste auch nicht alles, aber ich habe halt den Unterschied, muss ich sagen, jetzt zu deiner Empfehlung war, zurück zur Schokolade, du hast mir empfohlen, damals, ess mal ruhig eine Tafel Schokolade, 90%, 85%ige, macht nichts aus. Und ich mache das jetzt seit einem Monat und ich dachte echt, als ich angefangen habe, dachte ich, ey, morgens Haferflocken, dann, ich versuche ja immer... Ja, aber sind ja nicht nur rein, die Haferflocken. Richtig, richtig, mit Leinsamen, Hanföl und dann packe ich noch ganz gerne 100%ige Schokobits drauf. Ja, Kakaonips und genau, das ganze Kram. Ja, das ist für Hammer. Den Geschmack, Alter, jeder wie er Bock hat, das ist überhaupt gar kein Problem. Und ich esse viel mehr Kohlenhydrate im Moment, aber ich esse ja in den Blocks, wie du es mir erklärt hast. Und in diesen 4 Wochen bin ich erstmal definierter geworden, was ich gar nicht für möglich halte. Ja, genau. Was ich gar nicht für möglich halte. Habe ich gemerkt, okay, gut, probieren wir es mal ein bisschen mehr. Dann esse ich mal, habe ich mal so 5 Tage einfach so viel gegessen, wie ich konnte, aber in diesen Blocks. Bin einfach stärker geworden. Weißt du? Das mache ich derzeit auch. Ich bin halt derzeit echt wirklich am Inhalieren mit Essen. Ich esse alle 3 Stunden konstant und esse wirklich viele Einheiten, ne? Also viel Volumen, auch was auf dem Teller liegt. Es ist teilweise auch nervig, ne? Weil du musst natürlich, wenn du Leistung erhöhen möchtest, muss der Körper einfach ein bisschen mehr haben von dem Zeug, weil du auch ein bisschen mehr schändest. So muss man das ja ganz trocken einfach sagen. Genau. Du quälst deinen Körper. Das ist immer das, was die Leute ein bisschen vergessen bei der ganzen Nummer. Das ist wie früher. Wir gehen früher zusammen in den Busch und sind am Jagen, sind 2 Wochen weg, um irgendwas nach Hause zu ziehen für die Familie. Das ist genau das Gleiche. Genau. Wir müssen zusehen, dass wir das Leistungslevel, was wir haben, wenn wir wissen, okay, heute geht's los, wir müssen heute 40 Kilometer laufen durch den Busch, dann müssen wir wissen, dass wir klarkommen. Ja. Nur darum geht das. Ne? Und genau das Gleiche würdest du sagen, auch. Die Bevölkerung heutzutage ist überfüttert? Definitiv ja. 100% ja. Wir brauchen alle, wie wir sind, viel weniger. Und sehr uninformiert. Das finde ich halt sehr schade, weil in der Schule lernen wir halt so viel,
aber nicht die richtigen Sachen, habe ich das Gefühl. Vor allem, was Ernährung angeht. Wenn ich jetzt mir angucke, viele Eltern haben keinen Plan. Ja. Viele Kinder kriegen das durch ihre Eltern. Ja. Also ich kenne das durch nichts gegen meine Mutter. Meine Mutter hat hart gearbeitet, 4 Kinder großgezogen. Mhm. Aber sie hatte keinen Plan über Ernährung. Weißt du, darum geht es bei der ganzen Nummer ja auch überhaupt gar nicht. Weil wir müssen immer sehen, wo kommen wir denn eigentlich her? Richtig. Weißt du, weil wir sind die Kinder der Nachkriegsleute. So, es gab nichts. So, ja. Das war alles weg, es war alles niedergebombt. Wir haben alles platt gemacht. So, ne? Das war das große Problem. Nahrung war Mangelware. Man musste zusehen, wo kriegt man das Essen her. Dann hat man Brot gegessen. Aber das ist das Elementare damals. Jegliche Form von reellem Essen, egal was du gekauft hast, die gesunde Ware, die hat für den normalen Menschen nichts gekostet. Genau. Ein Brot hat gekostet 10, 15 Pfennig. Ja. Das war normal. Aber wenn du losgedackelt bist und du wolltest dir zum Beispiel ein Fahrrad kaufen, ja, das Fahrrad hat dann gekostet 400 Mark. Ja. Weißt du? Hast aber im Monat dann verdient 1000 Mark. So, ja, mit dem Miete und dem ganzen Kram, da ist nicht mehr so viel übrig geblieben. Das heißt, du musstest sparen, um dir das Teil zu kaufen. Genau. Heutzutage kriegst du alles für ein Apfel und ein Ei und das Essen ist das teure geworden. Dankeschön. Luxus, gut, gesunde Ernährung. Ich glaube, es hackt. Das ist doch das Extreme daran. Danke. Der Normalbürger, der sowieso schon wenig Ahnung hat, der ist wenigstens so frei und sagt, okay, ich habe jetzt darüber gelesen, es gibt Biosiegel, es gibt Biolandsiegel, es gibt Demeter-Siegel, es gibt Naturlandsiegel. Ich möchte diese Sachen kaufen, weil ich weiß, da sind diese Pestizide, Fungizide, dieser ganze Dreck ist da nicht drauf. Richtig. Das möchte ich haben, weil das Zeug will ich auch nicht in meinem Körper haben. Genau. Das ist ja in den Pflanzen drin, also esse ich das ja. Wie kann das denn sein, dass für uns jetzt, sag ich mal, das habe ich ja auch gemerkt, Ich bin ja direkt losgegangen, nach unseren ganzen Gesprächen habe mir überall geguckt, das. Und habe ich gemerkt, ey, einfach nur ein kleines Gläschen Hanföl. Ja. 8-9 Euro. Kommt drauf an, wo du es kaufst genau. Und was du kaufst. Richtig. Man muss halt suchen. Ne? Das ist das, ja. Das macht das Ganze dann aber auch wieder interessant. Weil Richtig. Die Ernährungsumstellung, die macht dich neugierig. Genau. Weil du lernst, die Inhaltsangaben zu lesen. Wenn du was liest, was du nicht kennst, dann lernst du das auch, dich zu Hause hinzusetzen und einfach mal zu gucken, was ist denn das eigentlich, was da drin ist. Genau. Ich habe heute Morgen, war ich in einem kleinen Kiosk drin, einfach nur zum Spaß, um zu gucken, ob es dort Kokoswasser gibt. Ne? Alle strönen ja immer so Kokoswasser, das sind auch nur ein paar Elektrolyte, ansonsten ist da nicht viel drin. Ja. Also das ist eigentlich Quatsch, aber die hatten ein einziges Kokoswasser, da waren 5 verschiedene E-Stoffe drin. Okay. Was haben die denn in dem Naturprodukt zu suchen, weißt du, wie ich meine? Ja. Das gehört da doch gar nicht rein. Die machen es aber trotzdem rein, obwohl es nicht notwendig ist. Auch für die Verpackung ist es nicht notwendig. Richtig. So, was aber das Zeug macht, das geht durch deine Blut-Hirn-Schranke in dein Gehirn rein und fungiert da genau in dem Prozess, dass du sagst, oh geil, das war aber geil, das will ich aber nochmal haben. Genau. Deshalb sind ja viele Menschen so abhängig von ganz vielen verschiedenen Produkten. Von allen Produkten. Sachen. Jo, genau. Weißer Zucker, ja. Beste Beispiel. Dankeschön. Die Menschheit ist abhängig von einkettigen Kohlenhydrate, weißer Zucker, weißes Mehl, weißer Reis. Ich war der größte Mehl- und Zucker-Junkie, den es gibt. Yeah, deshalb habe ich die Veränderung nie hinbekommen. Yeah. Weil egal, was ich getan habe, selbst wenn ich dachte, ich verzichte auf Zucker, habe ich Zucker zu mir genommen. Yeah. Selbst als ich Schwarzbrot gegessen habe, habe ich Zucker zu mir genommen. Und dann frage ich mich, ich versuche mich gesund zu ernähren, habe jetzt nicht so viel Plan gehabt, dass ich wusste, die 5 verschiedenen Formen, wie sie auch Zucker nennen. Also sie schreiben ja nicht immer Zucker hin. Das ist ja das Erschreckende. Sie verstecken es auch ganz nett. Dankeschön. Und oder erzählen dir, der eine Zucker wäre besser als der andere Karamellsirup, Zucker. Die nennen es immer wieder Den ganz anders. Zuckersirup. Genau. Die Geisel der Menschheit. Richtig. Ja. Und dann hast du fast kaum die Möglichkeit, da rauszukommen. Also alles, was wir konsumieren, sag ich mal, ist dafür, dass wir krank werden, habe ich süchtig. Das Gefühl. Süchtig und krank. Süchtig. Die halten die Menschen süchtig. Mit dieser Form von Nahrungsmitteln, die auf dem Weltmarkt zur Verfügung stehen, das ist die ja auch egal. Vor allem günstig hingeht. Sind. Das so ist ja das Ding. Ich bin so schockiert. Ich gehe jetzt zu Edeka rein und kaufe dann meine Bioprodukte, meine Salate, meine veganen Produkte. Ja. Hab dann für 2 Tage Essen 60 Euro, 50 Euro. Ja. Wenn ich aber mir jetzt ein paar Fertigpizzen kaufe, schöne Schokoladetafeln für 30 Cent mit Vollzucker und, dann habe ich Essen für eine Woche bei Edeka für 40 Euro. Und damit kommst du genau zu dem Punkt, warum ich hier sitze, weil das, was ich mache, ist nämlich alltagstauglich für egal wen. Genau. Das heißt, selbst wenn du ein Hartz-IV-Empfänger bist, du hast kein Geld, du verdienst wenig in deinem normalen Alltagsleben, im Job, oder du hast das Problem, du wirst in der Gegend groß, wo es zwar Naturprodukte gibt, aber einfach wirtschaftlich nicht viel los ist. Richtig. Ne? Wenn du überlegst, ich komme aus den anderen Bundesländern, ich komme ursprünglich aus Thüringen, da ist das Problem, wirtschaftlich geht da gar nichts. Da ziehen alle Menschen weg. Da kriegst du ein bisschen Agrarkultur und das war's. Ja. Das heißt, die paar Leute, die dort wohnen, die verdienen wenig Geld. Die haben wenig Geld zum Leben, die haben wenig Geld zum Ausgeben und die müssen zusehen, dass die gesunde Ernährung trotzdem in denen ihr Bild reinpasst, weil kein Mensch möchte verzichten.
Das ist ja das große Problem an der ganzen Nummer. Du hast mit wenig Geld die Möglichkeit, dir ein paar von deinen kleinen Träumen in Anführungsstrichen zu erfüllen, richtig, dir vielleicht mal einen Kinogang zu leisten, richtig, dir mal einen schönen neuen Pullover zu kaufen, richtig, weißt du? Oder deine Frau mal nicht zum Essen auszuführen. Aber was hältst du denn von Selbstherstellern? Also jeder hat ja irgendwo einen Balkon. Definitiv, lohnt sich ja das? Lohnt absolut sich das? Hat man, spart man da auch wirklich Geld? Kann wenn man genug auf dem Balkon produzieren, um sich selber, sag ich mal... Du brauchst keinen Balkon. Wenn du einen Balkon hast, dann bist du schon in dem Genuss, in dem ich leider nicht bin. Ich hätte gerne einen Balkon, ich habe den aber nicht. Aber ich habe Fenster. Und weißt du, wie viele Fenster ich habe? Ich habe 6 Stück. Das heißt, ich habe 6 dicke Blumenkübel außen an meinen Fenstern dranhängen. Und warum? Da ist mein Basilikum, da ist meine Petersilie, da ist mein Schnittlauch, da ist mein Thymian, okay, da ist mein Oregano, da ist mein Liebstöckel, da ist mein Bohnenkraut. Ich habe all die normalen Hauskräuter, die Sprossen, hier in Deutschland heimisch sind. Was hältst du von Sprossen? Sprossen. Hast du eine geile Ecke, ein geiles Fenster oder einen tollen sonnige Terrasse? Und von Sprossen kann man sich super ernähren. Du, ne? Mach dir einen großen Blumenkübel fertig. Mach das. Ja. Weil das ist das energiereichste überhaupt. Das ist gerade aus dem Samen gekeimt. Das heißt, all die Energie, die in der Erde drin ist, die in dem Wasser drin ist, die Sonnenstrahlen, die von oben raufknallen, die hatte gerade die Pflanze genommen und hat sich gerade rausgedrückt. Genau. Das heißt, energetisch ist das das Beste von der ganzen Pflanze, was du eigentlich essen kannst. Das. Deshalb bin ich ja auch ein Verfechter davon zu sagen, Menschen, esst Weizengras, Hafergras, Dinkelgras. Nehmt das zu euch, weil das ist nährstoffdicht. Ich habe auch gestern einen Spruch irgendwo gelesen, dass Leben, also Leben zu essen, Leben schafft sozusagen. Also ja. Und dass wir dabei gerade sind, tot zu essen. Wir essen Produkte, die uns nichts bringen. Also ja, so habe ich den Spruch verstanden, dass wir gerade den Tod zu uns nehmen. Weil wir halt gerade, wie gesagt, wir essen morgens dann schön Butter, Salami-Brötchen, dazu dann noch ein Kakao mit Zucker, noch ein Franzbrötchen, um das Ganze abzurunden. Genau, zwischendurch nochmal einen Kaffee, auch nochmal ein bisschen dicke Milch. Snickers, schön, genau, weil man Hunger hat. Und man ist ja aus der Werbung kommt. Willst du keine Diva sein, hast du Hunger, dann hau ja dir doch schnell einen Snickers ja rein. Weißt du? Oder, oh, ich habe Zucker, ich bin unterzuckert, mir geht's nicht gut. Das höre ich vor allem vor Sportlern. Ja. Sehr oft. Du, die Leute, die geben ja Geld aus in diese Richtung, die nehmen ja ihr Geld in die Hand, kaufen sich Nahrungsmittel, die für sie aber schlecht sind, weil sie alle schon keine Ahnung mehr haben, weil die Eltern bringen es dir nicht mehr bei, da fängt es an. Danach kommst du in den Kindergarten, im Kindergarten wird zwar, esst viel Gemüse, esst viel Obst, die Portionen sind für die kleinen Kinder, aber die kleinen Kinder, die schnallen das noch gar nicht richtig. Die kriegen vielleicht ein Grundverständnis dafür. Danach kommst du in die Schule und so eine normalen Schulklassen, so ein Unterricht wie zum Beispiel Schulgarten und das alles, ist ja in fast keiner Schule mehr existent. Die Kinder gehen ja nicht mehr raus, die lernen von ihren Lehrern nicht mehr, was ist denn gesund, was ist ungesund. Die Nährstoffpyramide, die sie immer aufstellen, ja, dass die verkehrt rumgedreht ist, das interessiert auch keinen, dass es genau andersrum sein muss. Weißt du, das wird den Kindern nicht erzählt. Danach bist du mit der Schule fertig, bist also schon eigentlich ein gestandener Erwachsener, hast dein Abitur gemacht, bist 18 Jahre, volljährig, gehst in deine Ausbildung, in dein Studium. Ja, was lernst du? BWL. Ganz toll. Also wird es dir im Studium auch nicht beigebracht. Ja. Danach bist du ein absolut gestandener Erwachsener, bist dann ein Ingenieur, was auch immer. Und dann zeugst du ein Kind, ein neues Lebewesen. Hast aber von deiner Geburt bis jetzt noch nie richtig gelernt, was mache ich denn eigentlich, wenn ich zum Beispiel einen schleimigen Husten habe? Genau. Ne? Trinke ich da einen Schlüsselblumentee oder gehe ich zu meinem Hausarzt und lasse mir irgendein chemisches Produkt verschreiben, damit sich die Symptome lindern? Weißt du? Darum geht das. Das Rasse ist ja, was ich durch dich auch gelernt habe und auch allgemein jetzt im Leben übers, sag ich mal, zwischendurch über Ernährung. Ich bin jetzt nicht, ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich auf meine Ernährung nicht geachtet habe. Das heißt nicht, dass ich nicht weiß, was Ernährung ist. Also ich habe 2016 ein Jahr lang Paleo gemacht. Ich habe jetzt 2019 ein Jahr lang komplett vegan gelebt. Also ich bin ein Mensch, der probiert aus. Ich faste seit 3 Jahren, 2 Jahren, also Intermittent Fasting. Mhm. Habe ich auch jetzt wegen dir ein bisschen reduziert, dass ich dann öfters morgens, vor allem an harten Trainingstagen, aber ich merke halt, die Mischung macht's. Man muss halt selber ausprobieren viel. Also als ich damals vegan gemacht habe, ich habe es 12 Monate gemacht, komplett auf Fleisch verzichten, wirklich darauf achten, dass man kein Käse isst, alles Hafermilch, wie jetzt wir gerade im Kaffee haben. Mhm. Aber ich muss sagen, am Anfang mein Problem war, ich habe viel zu viele Kohlenhydrate zugenommen, weil du siehst dann überall Vegan-Siegel und dann isst du ja trotzdem Zucker. Weißt du, ja, was meine? Das ist ja auch da sind wir ja wieder beim gleichen Problem. Es wird dir ja nirgendwo erzählt. Genau. Was macht du siehst Körper ja denn? Vegan und denkst dir,
oh, das ist vegan, das ist vegan. Das war am Anfang mein Problem. Oh, guck mal, die Kekse, die sind vegan. Weißt du, und dann habe ich einfach gemerkt, es war Anfang Corona-Zeit, dass mein Körper von so zu so gegangen ist. Mhm. Also wirklich, ich habe Muskulatur abgebaut, weil ich nicht mehr die Eiweiße hatte, die ich durch meinen Fleischkonsum hatte. Und weil das Verhältnis nicht gestimmt hat. Genau. Du hast das Problem nämlich gehabt, dein Insulinspiegel, der war wie ein Meer, was jetzt gerade richtig im Sturm ist. Du hast dicke, fette Wellen, das heißt, dein Insulinspiegel, der knallt immer wieder nach oben durch die einkettigen Kohlenhydrate, durch den vielen Zucker, sinkt in den Keller runter, du hast deine Leistungstiefs, dann hast du gerade vor dem Training, halbe Stunde, dreiviertel Stunde vorher, hast du was gegessen, was deinen Insulinspiegel nach oben treibt, schaffst es vielleicht gerade eben solches Training durch, danach liegst du aber auf dem Sofa und pennst fast ein, weil du nämlich wieder fertig bist mit den Nerven. Also genau das beschreibt genau mein Leben. Wobei wir dabei sind, was das Training angeht. Du hast mir was Leckeres mitgebracht. Genau, ich habe dir was mitgebracht, ich habe dir auch ganz dezent draufgeschrieben, direkt vor dem Training, 20 Minuten vorher. Da drin sind ganz viele verschiedene Sachen, die dein Training erleichtern. Was auch für den normalen Menschen, der jetzt nicht so viel trainiert, wie wir beide das machen, sondern der einfach nur alltagsstabil sein möchte. Ja. Der diese Stimmungstiefs nicht mehr haben möchte. Genau. Der auch morgens aufstehen möchte und nicht denkt, oh, ich will aber jetzt im Bett liegen bleiben. Sondern der aus dem Bett rausfällt. Fällt. Eigentlich direkt in den Liegestütz fallen könnte, direkt durch die Wand gehen kann. Das heißt, diese Sachen, die du mir gerade erklärst, damit wir für die Zuschauer mal verstehen, also direkt vor den Sport circa 20 Minuten. Genau. Ich werde es ausprobieren, ich werde es dokumentieren, auf YouTube auch. Genau, Und werde dir dann auch mein Ergebnis zeigen. Für die normalen Menschen, dieser Podcast ist sehr wichtig für nicht nur Spitzensportler, Leute, die Spitzensportler werden wollen, sondern für jeden. Weil wir reden hier über Krankheiten, die eigentlich keine Krankheiten sind. Also ich will jetzt niemanden angreifen oder so, oder ey, das gibt's nicht. Wir wollen immer politisch korrekt sein, aber zum Beispiel in meiner Familie habe ich auch Menschen, die kämpfen ihr Leben lang mit Depressionen. Und dann gucke ich halt die eine Person an und bin halt auf, okay, gut, aber du hast dich halt nie richtig ernährt. Weißt du, deine Ernährung ist bis jetzt sehr schlecht. Yeah. Ich muss wirklich sagen, also ich habe, viele Leute wissen das, ich habe sehr viel im Leben durchgemacht. Ich habe zweimal im Gefängnis gesessen. Ich war in Amerika im Knast, habe meine komplette NFL-Karriere im Bach, sag ich mal, runtergehen sehen. Habe selbst danach, als ich hier in der GFL gespielt, noch Kontakt gehabt zu ein, zwei Teams, die wollten, dass ich zum Trainingscamp komme. Konnte nicht einreisen wegen meinen Vorstrafen. Das heißt, ich habe sehr oft mit solchen depressiven Gefühlen zu kämpfen gehabt. Das nennen wir bei uns auf der Straße, sag ich mal, Dämonen, die wir haben, weißt du? Und, die haben ganz viele Menschen. Richtig. Und diese Dämonen haben mich jahrelang wirklich begleitet durch mein Leben. Und ich muss jetzt sagen, gerade jetzt, diese Phase, Energieaufbau ist vielleicht die härteste Phase, weil ich echt am Ende bin, man hat viel rein investiert, aber durch meine Ernährung wache ich jeden Morgen auf, bin positiv. Also meine Stimmung hat sich komplett geändert. Yeah. Weißt du, auch weil ich nicht mehr so viel Fleisch, also in der Keto-Phase habe ich sehr viel Fleisch zu mir konsumiert. Yeah. Ich esse jetzt nicht mehr, also ich hab dir gesagt, ich bin noch bei Eiern gerade hängen geblieben und ich habe mich so eingestellt, dass ich 90-10 bin. Das heißt so einmal die Woche, alle 10 Tage esse ich Fleisch oder habe eine Mahlzeit, wo ich ein bisschen Fleisch einfüge. Ich werde das natürlich reduzieren. Du hast mir auch genau erklärt, warum. Das wirst du, darauf gehen wir auch nochmal gleich ein, auf das Vegane. Aber ich muss sagen, durch die Ernährung merke ich, dass ich einfach viel glücklicher bin, obwohl gerade eine Phase ist, wo ich wirklich eigentlich jeden Grund hätte, depressiv zu sein. Wo fühlen wir denn, wir Menschen? Im Magen, meinst du? Genau, so sieht das aus. Genau. Unser richtiges Gehirn ist hier unten. Das ist das. Das ist eine interessante. Die Inder, die sprechen davon. Ne? Atme in deine Kundalini, atme in den Unterbauch. So. Ich hatte das Problem, mein alter Chef, der hat mich tierisch genervt. Ich habe all den Frust in mich reingefressen, bin jeden Tag mal lochen gegangen wie ein Tier, wollte eine Lohnerhöhung haben, bin für mein Kind ackern gegangen wie Sau, um einfach meinem Kind was zu ermöglichen, um einfach auch eine Zukunft aufbauen zu können, wo ich weiß, wenn mein Kind mal Stress hat, ich kann meinem Kind auch irgendwas bieten. Weißt du, ich habe echt 6 Jahre lang geackert wie ein Stier. Ja. Und dann sitzt mein Chef da und sagt ganz ungefähr, du kannst nicht mehr Geld haben, wir haben nicht mehr Geld, ich habe Buch geführt und alles, ich wusste das alles. So. Und das hat mich so wahnsinnig gemacht, dass ich meine Bauchorgane angefangen haben zu verhärten, weil ich diesen ganzen Frust so in mich reingefressen habe, dass ich gar nicht mehr in den Unterbauch geatmet habe, sondern nur noch bis an die Zwerchfellkante und das war's. So, das Problem ist, wenn du das machst, weißt du, was passiert? Du stirbst irgendwann. Das nennt man Stress.
Genau, das ist Stress. Genau. Keiner möchte den Säbelzahntiger-Modus im Körper permanent haben, weil das ist ja das früher, ne? Wenn man das einfach mal evolutionär sieht. Früher haben wir in der Höhle gesessen, kam so ein Viech um die Ecke, wollte uns platt machen. Was ist? Wir sind gerannt wie Teufel, weil wir wussten, wir haben keine Chance. Außer wir sind 30 Leute und haben alle gerade einen Speer in der Hand, zufällig. Ja, so. Aber ansonsten sind wir abgehauen. Mhm. Das heißt, dein Körper produziert Cortisol, Stresshormon. Ja, das ist absolut tödlich, wenn du das in Massen in dir drin hast. So, ich hatte das 6 Jahre am Stück fast durchgehend. Nee, ich glaube, 90% der Menschen haben das durchgehend. Ja, gerade jetzt, guck dir Corona an. Die Leute werden wahnsinnig zu Hause, die Leute dürfen aus ihren Häusern nicht mehr raus, die Leute wissen nicht, was los ist, die Leute wissen nicht, was passiert. Haben sie in Zukunft, gehen sie alle pleite? Das ist ja die nächste Wirtschaftskrise. Das ist ja das, was mich so stört an der Corona-Sache, ist, dass wir, okay, wir dürfen keinen Sport mehr machen, kein Problem. Ausdauerleistungssport, wenn du einzeln unterwegs bist, aber das Tolle, was man hat, wenn man in der Gruppe trainiert, mit seinen Kollegen zusammen sich pusht, das ist halt derzeit einfach nicht möglich. Ja. Ernährung ist am Arsch, das weiß jeder, weil jeder gerade Lieferservice bestellt. Genau, und Lieferservice gibt es leider von 10 eine gesunde Option. McDonald's liefert jetzt auch nach Hause. Alle. Das ist unglaublich. Alle. Das heißt, das Problem ist, warum wird in Deutschland nicht einmal am Tag auf einen speziellen Kanal, den jeder guckt, einmal für eine Stunde aufgeklärt. Du, warum? Frag mich. Sat.1 Frühstücksfernsehen ist das beste Beispiel. Das ist eine ganz wundervolle Sendung. Die machen ganz viele nette Sachen. Aber das, was zur Basis dazu gehört, um den Menschen auch diese innere Sicherheit zu geben. Wir kümmern uns um euch als Staat, ne, als Gemeinschaft, indem wir für euch gesundes Essen zur Verfügung stellen. Für jeden bezahlbar, auch für die Menschen in der Krise, die gerade wenig Geld haben. Um einfach die große Möglichkeit zu haben, dass wir gegen diesen Virus auch gerüstet sind. Ich meine, das wäre doch mal eine Option. Immunsystem denn? Das wäre doch mal eine Option. Wenn du nur Scheiße frisst, um das mal nett auszudrücken. Was kann dein Immunsystem denn noch? Weil du hast dein erstes, das hast du, wenn du geboren wirst, dein anerkanntes Immunsystem durch die Genetik deiner Eltern und danach ist das, was du dir aneignest, durch deine Ernährung, durch die Art und Weise, wie du lebst. Ja, wir atmen dreckige Luft ein, wir trinken dreckiges Wasser. Richtig. So. Also, und wir kriegen in der Industrie, im normalen Essen, in jedem Essen irgendwo versteckt irgendwas drin, was unserem Körper schadet. Mhm. Das ist normal. Da redet aber keiner von. Das schweigt auch jeder Tod, ganz stumpf, auch in der Politik ist das ja leider Gottes auch so, weil es wäre nett von Vater Staat, wenn sie sagen würden, denkt daran, reduziert die einkettigen Kohlenhydrate. Wir wissen, alles schmeckt lecker, es ist alles ganz toll. Es ist auch überhaupt kein Problem, ein tolles Bonbon zu lutschen. Aber es ist Gift, wenn du zu viel davon nimmst. Dankeschön. Das ist so. In Maßen ganz dezent, das mache ich mit meinem Kind auch nicht anders, wenn die irgendwas sieht. Und es ist reeller Stoff, da gehe ich immer von aus. Ich gucke vorher, was ist drin. Mein Sohn ist 6, der weiß jetzt schon, dass Weißbrot schlecht ist. Der weiß, was Tochter Zucker auch. Ist. Absolut. Der fragt mich, da ist doch Zucker drin, Papa. Ne? Meine der Tochter ist 6, kann der lesen das. Jetzt, die setzt sich im Laden zusammen, setzt sich hin. Die sagt, ja, Papa, ich bin weg. So, dann geht sie irgendwo in die Süßigkeitenabteilung, setzt sich dahin auf ihren kleinen süßen Bobo, guckt ins Regal rein, was sie toll findet von den Bildern her. Dann dreht die das um und liest, was ist in den Zutaten drin. Dann nimmt sie ihre 3, 5, 8 Sachen mit, die sie toll findet, sagt, Papa, guck mal, da habe ich was gelesen, das kenne ich nicht, was ist denn das? Und wenn ich sage, du, das ist in Ordnung und sie will das haben, die kriegt das alles. Ja. Sie verteilt das dann zwar selbstständig sogar schon, die isst nicht viel davon, sondern macht das ganz dezent. Mein Sohn ist mittlerweile auch so. Vater hat einen schönen selbstgebackenen Kuchen, Tochter hat keinen Bock drauf, Tochter hat aber einen tollen Haferriegel, also zieht sie sich den Haferriegel rein. Und warum? Weil sie weiß, dass sie das einfach darf. Genau. Weil da kein Schrott drin ist. Richtig. Oder man macht es selber. Wo ist das Problem, sich hinzustellen, sowas kurz selber zu machen? Ja, das ist ja das Problem. Wir wollen ja, wir haben keine Zeit. Nein. Also guck mal, ganz kurz. Wir haben keine Zeit mehr. Das ist ja das Problem. Wir haben keine Zeit, weil wir wirklich den ganzen Tag damit beschäftigt sind. Wir arbeiten 8 Stunden und danach wollen wir unsere Ruhe haben. Davor wollen wir unsere Ruhe haben, danach. Dann ist Wochenende, dann wollen wir erst recht unsere Ruhe haben. Ja. Da haben wir keine Zeit für Sport. Ich habe mit ganz vielen Leuten geredet. Weißt du, und wenn du berechnest, wie viele Stunden, ich rechne das jetzt einmal ganz so, wie viele Stunden hat die Woche? Die Woche hat 168 Stunden. Jetzt ziehen wir mal 8 Stunden am Tag ab, weil alle arbeiten ja so viel und so hart. Nimm mal 10 Stunden, weil du musst zur Arbeit hinfahren, du musst zur Arbeit zurückfahren, du hast eine Pause. Und wir machen, sagen wir, du bist so ein Arbeitstier, wie jeder angeblich ist, und arbeitest 7 Tage die Woche. Das sind 70 Stunden dann, okay? Genau. Das heißt, wir rechnen 70 Stunden, 180 minus 70. Das heißt, uns bleiben 98 Stunden übrig. Genau, davon schläfst du jeden Tag, wenn du einen korrekten, guten Schlaf hast, schläfst du jeden Tag 6 saubere Stunden. Minus 60 Stunden. Plus hast du ja Familie und Freunde. Du willst ja 2 Stunden. Du willst ein bisschen rumschmusen, willst deine Freundin mal sehen. Genau. Das heißt, da kannst du jeden Tag auf alle Fälle 1 Stunde, 1,5 Stunden. Kannst du sagen wir sogar 2 Stunden. Genau. Das sind 14 Stunden die Woche. Genau. Und dann musst du noch ein bisschen was essen. Ein bisschen kochen, ein bisschen was essen. Kannst du auch noch mal so 2 Stunden rechnen. Darum geht's ja. Die Leute, ich will gerade nur ausrechnen, dass ich will den Leuten zeigen,
Weil sie haben ja keine Zeit zum Kochen. Mhm. Das sagen sie uns ja. Mhm. Also guck mal, du hast jetzt 6 Stunden am Tag geschlafen. Mhm. Du hast 10 Stunden jeden Tag die Woche gearbeitet, was sehr unwahrscheinlich ist, wenn du nicht gerade jemand bist, der wirklich... Bei mir ist das sehr wahrscheinlich. Genau, verstehst du? Du bist ein Grinder, das meine ich ja. Nicht 90% der Menschen sind keine Grinder, das ist einfach ein Fakt. Ja. Wir haben keinen Antrieb. Du hast jeden Tag 2 Stunden mit deiner Freundin und Familie verbracht. Das heißt, am Ende, was hast du noch zu tun? Gibt es noch irgendwas? Nö. Wir haben 24 Stunden, genau. Jede Woche. Sport. Leute erzählen mir, sie haben nicht jeden Tag 1 Stunde Zeit. Ja, cool. Jeden Tag 1 Stunde, das sind 7 Stunden. Dir bleiben noch 17 Stunden. Jeden Tag 1 Stunde kochen sind wie viel? Wieder 7 Stunden. Dir bleiben noch 10 Stunden. Das heißt, es sind 1,5 Stunden fast jeden Tag, die du noch hast. Du, ich sehe das. Was ist das Problem? Ja, du, ich sehe das persönlich auch total entspannt, weil gerade jetzt in der Corona-Zeit, die Leute sitzen viel zu Hause, die Leute sind in Kurzarbeit, die Leute haben. Das ist die Zeit, sich zu entwickeln. Das ist die Zeit, sich jetzt zu informieren. Genau, so sieht das aus. Jetzt haben wir die Möglichkeit, als Menschheit auf dem ganzen Planeten, das ist überall der gleiche Kram, gerade die Kacke ist am Dampfen. Genau. Ja, wir haben gerade richtig Probleme. Jetzt haben wir die Chance, das Ruder rumzureißen, in eine ganz andere Richtung zu gehen und gerade beim Essen darauf zu achten, dass wir so einen Großkonzernen auch einfach den Wind aus den Segeln nehmen können. Richtig. Durch die gesunde Ernährungsweise. Aber was wollen wir denn auf unseren Feldern haben? Wollen wir das Fressen haben für die 8 Milliarden Zuchtrinder, die wir auf unserem Planeten rumlaufen haben, die Methangas in die Erde pusten hoch 10.000, was unseren Planeten ja nachweislich kaputt macht? Ja. So, weil wir haben schon Klimaerwärmung, jetzt brechen die nächsten Gletscher ab. Wenn das passiert, dann haben wir den nächsten Stress. Das heißt, wir haben nicht mehr viel Zeit. Genau. Alle unsere Felder, da muss Nahrung draufstehen, die vital ist für uns, ja, die uns stärkt, die uns Menschen auch ernähren kann. Das heißt, wir brauchen viel mehr Hülsenfrüchte und Konsorten. Das ist das, was viel mehr angepflanzt werden muss. Wir brauchen kein Industriemais und diesen ganzen Schrott. Wir brauchen Hanf auf den Feldern, weil die Hanfsamen sind nachweislich gesund. So, das heißt, wir haben Hanfbrot und so ein Kram in der Zukunft. Das ist das, was ich persönlich herausgreife. Was ist denn aber die Schwierigkeit daran, dass wir jetzt, sag ich mal, in einer Welt leben, wo wir nicht diese guten Sachen bekommen, obwohl es nicht so teuer wäre für die, das ja, das kostet gar nichts. Ich tue mich mit ganz vielen Kollegen zusammen, wir bestellen einfach direkt beim Hersteller in der großen Menge. Aber warum kriegen wir denn die ganze Zeit Weizen, Zucker? Warum, was ist, also die Industrie... Weil Punkt 1, es macht dich süchtig, das ist das Erste. Aber du warum wollen die? Es ist billig in der Herstellung, genau. Das kommt als Nächstes. Das heißt, es geht Profit, also um Geld. Der Profit ist einfach gewaltig, das ist so, weil du kannst es in Massen produzieren. Und du hast den großen Vorteil, es ist auch schnell wieder verfügbar. Weil ganz viele von den Sachen, die drin sind, die sind chemisch hergestellt. Ja, chemisch kann ich das in einem riesengroßen Tank, mache ich das fertig und dann habe ich das Zeug. Ich muss nicht warten, bis es fertig gewachsen ist. Ich muss nicht darauf achten, ach, die Sonne, die muss ja auch regelmäßig da sein, damit das Ganze auch so ist, wie ich mir das vorstelle, sondern es ist da und darum geht das. Ja. So. Das heißt, wenn wir die Naturprodukte wieder in uns reinnehmen, das, was wir eigentlich haben wollen, das heißt, wir gucken, was wächst jetzt gerade, was ist jetzt gerade am Start, das kaufe ich in Massen, weil das ist billig, das kann ich mir leisten, weil das ist Saisongemüse, das kriege ich auch vom umliegenden Bauern für einen guten Kurs, auch bei Rewe und Konsorten, die haben alle Produkte, da steht regional drauf, da musst du nur die Augen aufmachen, dir das kaufen, ja und dann gibt es halt 3-mal die Woche, gibt es dann eben, weil jetzt gerade die Steinpilze, die Champignons am Start sind, gibt es das dann eben, zusammen mit deinem Soja-Geschnitzel, was auch immer du toll findest, zusammen mit deiner, an dem einen Tag Kartoffeln, den nächsten Tag ein bisschen Reis, den nächsten Tag nimmst du dein Quinoa, den nächsten Tag nimmst du Amaranth, den nächsten Tag nimmst du Couscous, dann Hirse, was auch immer du gerne magst. Mhm. Solange das, was auf dem Teller liegt, das ist das, was ich ja mache, mit der Art und Weise, wie ich das den Leuten rüberbringe. Das, was auf dem Teller liegt, das soll für dein Auge einfach ein Empfinden geben, wo du weißt, so muss das für mich, für mein Körpergewicht, für das, was ich wirklich brauche, um zu leben, so muss das aussehen. Mhm. Und irgendwann brauchst du diesen Ernährungsplan dann in Zukunft nicht mehr. Das machst du die ersten 2, 3, 4 Jahre, vielleicht eventuell, wenn du es nicht so einfach hast. Richtig. Ne? Dann nimmst du das einfach, kannst stumpf danach arbeiten. Es wird auch immer wieder neue Sachen geben. Ich finde auch krass, wie du damals mein Ernährungsprogramm so aufgeschrieben hast in den Blöcken. Sehr verständlich, sehr einfach gemacht. Also ja, darum mit den Rezepten. Ja, dass jeder das wir hauen ja jetzt auch mit dir exclusive bald jetzt ein Ernährungsprogramm raus, worauf ich hoffe, sehr... Ich hoffe mit Kochvideos. Ja, mit alles. Also wir sind gerade dabei, Content zu kreieren. Aber darauf freue ich mich ja wahnsinnig. Ja. Dass wir halt der LNG-Gang, die Community, sag ich mal, das, was wir jetzt gerade machen, weitergeben können. Weil das, was wir jetzt gerade machen, ist ja so, jetzt gehen wir mal im Bereich Sport. Vor allem die Spitzensportler, was mich erschrocken hat, ich arbeite ja mit Fußballern, ich habe mit MMA-Kämpfern gearbeitet, also ich habe mit ganz in verschiedenen Bereichen mit Leuten gearbeitet. Was mich halt schockiert ist, dass... Vor allem, du, sagen wir, du
spielst für einen großen Verein wie Wolfsburg. Wie kann das denn sein, dass die Spieler nichts über Ernährung wissen? Wie kann das sein? Vor allem, dass die Trainer auch nichts dazu sagen, dass sich die Spieler eben so ernähren, wie sie sich ernähren. Dass dann so, das Management dahinter steht und sagt, genau. Jungs, aber wie kann das denn? Gas. Aber wie kann das sein? Das, also guck mal, ich finde, in Amerika ist das beste Beispiel. Mhm. Also jeder, der jetzt Football folgt, kennt Tom Brady. Mhm. Tom Brady hat jetzt gerade mit 44, 43 einen Super Bowl gewonnen. Er zeigt doch gerade, also es gab es ja noch nie. Es gab noch nie einen Spieler, der in seinem Alter die Leistung, es gibt's freundlich. Nicht. Es ist so wie Knees over Toes, geil. Ja. Wissenschaftlich ist es, können die da gar keine, die wissen gar nicht, wie geht das. Ja, ja, Tom Brady ist nicht der Superathlet. Also wenn man seine Bilder vorher nachher kennt, er hat keine Supergenetik von Gott bekommen. Ja. Was der aber macht, ist, der hat seine Köche, der hat seinen Schlafrhythmus, der weiß ganz genau, wie Angelina was, und Brad Pitt genau, auch, die richtig, auch. Der weiß ganz genau, was und wann er zu sich nehmen muss, für wann und wo und wie. Genau so sieht das aus. Und wie kann das sein, dass es Leute gibt wie Tom Brady, sag ich mal, die mit 44 oder LeBron James, 36, die gerade vorleben, ey, es ist eine neue Ära. Weißt du, so, guck mal, damals, wenn du die NBA guckst, Fußball, Football, damals warst du mit 29, 30 ein alter Spieler. Das war, boah, der ist alt. Ja. Ich weiß noch, als ich Jugendlicher war, boah, der ist 31, boah, der ist alt. Jetzt hast du aber in der NBA, guck ich, hast du einen Haufen Spieler, die sind 34, 35. Gut, bei den Triathleten auch. Die sind athletischer, als sie mit 20 waren. Ja. Ja. Und dann lese ich voll auf und gucke halt voll auf, was machen die genau, weil ich mich ja auch immer weiterentwickeln will und ich ja seit Jahren auf den Standard eines Profisportlers lebe und trainiere, sehe ich dann Ernährung, Koch, Special Ernährungsweise, Superfoods, da kommen wir zu deinen Mikro... genau, das, was da zum Beispiel drin ist, ne? Also wenn man mit so Superfoods rumschmeißt, da ist zum Beispiel ist alles in Deutschland angebaut, ne? Das ist immer, ich achte da sehr drauf, dass das Zeug alles aus der Heimat kommt oder wenigstens europäische Länder, die in Bioqualität produzieren, das ist mir wichtig, aber da ist drin Gerstengras, da ist Weizengras drin, da ist Hafergras drin, da ist Dinkelgras drin, ne? Da ist Acai-Beere drin gepulvert, ne? Da ist drin L-Arginin. Okay, aber wie kann das sein? Wir wissen, es gibt Spezialisten, so wie dich. Die haben da es gibt ja mehrere Spezialisten auf der Welt, die genau auch deine Theorien sozusagen folgen. Wie kann das denn sein, dass wir wissen, was gut für uns ist? Also jeder weiß genau, was gut ist. Wir wissen ganz genau, zu viel Fleisch ist nicht gesund. Wir wissen wenn ganz wir genau, Milch ist nicht für Menschen geschafft. 43-40%, ich weiß nicht, ob ich unakkurat gerade liege, das gucken wir gleich mal nach, aber 30-40% der Menschen sind laktoseintolerant. Ja. Warum nehmen wir konstant Sachen zu, die nicht gut sind? Warum wissen die großen Milliardenkonzerne wie Fußballvereine, sonst was, nicht, also wie kann das sein, dass ich einen Fußballer trainiere und der kennt nur Lieferando? Smileys, weil das Interesse nicht da ist. Du hast letztens, ja, dann auch, als wir uns getroffen haben, hast du es auch erzählt von deinem Kollegen mit dem Mercedes, der den so schön putzt. Das ist genau das Gleiche, was ich immer meinen Kunden erkläre, wenn ich dann bei mir, ich betreue auch Triathleten und sowas bei mir im Laden, ne, die dann mit ihren Rädern reinkommen, reparier die. Und wie das dann ist, wenn man dann schnackt, ne, was bist du gefahren, was bist du gelaufen, was bist du geschwommen und so. Und ich bin natürlich dann auch einer, weil ich einfach neugierig bin, was isst du denn so? Ich muss mir von einem gestandenen Ironman, der 8 so eine Dinger weggerissen hat, muss ich mir dann anhören, dass er zwischendrin dann eine Cola trinkt, wenn er dann läuft. So, wo ich mir nur denke, du weißt ganz genau, das ist Zellgift. Das hat in deinem Körper nichts zu suchen, das ist giftiges Wasser. Warum gibst du dir denn, wenn du deinen Körper bis ans Limit reizt, warum gibst du deinem Körper denn sowas? Das habe ich aber oft gehört, Cola oder Bonbons. Nein, das ist doch wie mit dem Ferrari auch. Du gehst doch nicht zu deinem Ferrari-Höger um die Ecke, der sagt dir, du pass mal auf, wenn du die Karre kaufst, dann tankst du nur den und den Sprit. Ansonsten geht das Auto definitiv kaputt. Das habe ich halt auch oft, ich verstehe es manchmal nicht. Also wenn ich jetzt ein Beispiel von einem Kollegen nehme, der hat ein schönes Auto, der hat eine schöne Uhr, alles, ein geiles Geschäft aufgebaut, aber hat keine Zeit für Sport. Finde Sport ist man unnötig. Man hat immer genau, Zeit für Sport. Hat keine Zeit für Ernährung, aber der hat Zeit, einmal, zweimal die Woche seinen Wagen richtig zu putzen, das richtige Öl reinzutun, nicht den billigen Benzin, sondern den guten Benzin reinzuhauen. Felgen werden geputzt. Also es wird ganz viel unternommen, dass dieser Wagen im Top-Zustand ist. Ja. Warum ist das so bei materiellen Sachen? Ja. Warum sind unsere Klamotten so viel wichtiger? Als das oder unser Haarschnitt. Mittel. Ja, genau. Warum fühlen wir uns so gut, wenn wir aus dem Friseur rauskommen? Warum fühlen wir uns so fresh, wenn wir neue Nike-Socken anhaben oder einen neuen freshen NNG-Pulli anhaben? Ja. Warum fühlt man sich so cool oder geil, wenn man den Wagen gerade geputzt hat? Warum
können wir das nicht mit unserem eigenen Körper machen? Siehst du, und das ist das, bei mir ist das anders. Ich erziehe mein Kind auch so, ich mache das auch mit all meinen Kollegen so, deshalb mache ich das mit dir jetzt auch so, ob du da Bock drauf hast oder nicht. Und ich werde dich da schön mit reinziehen, damit du das spürst, wie das ist. Und dann hast du nämlich das Ding, wenn du morgens aufstehst, du hast deinen Hafer gegessen und hast alles schön fertig gemacht, hast das Ei aber ganz trocken weggelassen, sondern hast stattdessen dein Erbsenprotein, dein Sojaprotein, dein Reisprotein, dein Hanfprotein gemischt in deiner Packung neutral da rumstehen. Machst du irgendwas Leckeres dazu, weil du sagst, oh, heute habe ich Bock auf Bananen, heute habe ich Bock auf Datteln, heute habe ich Bock auf was auch immer du geil findest. Genau. Weil du weißt dann ja, okay, so muss das in meinem Mixer aussehen, damit das dazu passt. Das ist ja das Geile in deiner Ernährung, was ich nochmal hierzu hinzufügen will, ist, es geht ja gar nicht darum, zu verzichten. Ne? Nein, das ist ja, was die Leute. Ich verzichte nie. Genau, das ist, was die Leute nicht verstehen. Es geht nur darum, das zu dir zu nehmen, was für deinen Körper profitabel ist. Es geht darum, die Sachen wegzulassen, die für deinen Körper Gift sind. Genau. Wir verzichten ja nicht. Also, genau, du isst ja trotzdem meinen veganen Apfelkuchen. Und, ich mache ihn mir dann aber selber. Natürlich so. Ich setze mich hin, ich mache ihn mir selber. Ich esse ihn dafür nicht so oft, sondern am Wochenende, wenn ich dann mit meiner Perle zum Beispiel Zeit habe oder meine Tochter ist dann bei mir zu Besuch, dann setzen wir uns dann hin. Na, Tochter, was möchtest du haben? So. Und dann haben wir gerade, ist Apfelzeit, ist Kirschzeit, was auch immer. Genau. Und dann mache ich einen Blechkuchen fertig. Der ist dann natürlich vegan. In dem Teig ist natürlich dann kein normales Mehl drin, sondern es sind die ganzen anderen Mehle drin. Es ist immer Hanfmehl mit drin, grundsätzlich. Einfach wegen der Energie. Ja. So, der schmeckt einen Ticken anders als der Schrott von der Stange. Mhm. Dafür ist es aber auch reeller Stoff und es macht 0, gar nichts, wenn ich davon die halbe Platte fresse. Das muss ich kurz mal auch noch hinzufügen. Also für mich war das Schwierigste im November, war es auf Zucker zu verzichten. Wirklich. Also ich hatte wirklich 10, 12 Tage, wo ich mich wirklich so ein bisschen kränklich gefühlt habe, wo ich dachte, ey, es ist Keto, ich esse ja eigentlich jetzt jeden Tag 5 Handvoll Gemüse, also kann es ja gar nicht sein, aber warum fühle ich mich so awkward, warum fühle ich mich so komisch? Und dann nach 10, 12 Tagen hat sich auch angefangen, mein Geschmack so, ich glaube eher so nach einem Monat, meine Geschmacksnerven zu ändern. 4 bis 6 Wochen, das ist die magische Grenze. Richtig, dann habe ich so Cheat Days mache ich sehr gerne. Mhm. Und mittlerweile sind meine Cheat Days aber, haben sich so krass geändert, dass ich... Daily. Genau. Nein, nicht ja, genau. Also ich kann, genau, richtig, zurück zur Tafel Schokolade. Ich esse jeden Tag nach dem Training eine komplette Tafel Schokolade. Ja, 90%. Ja. Und wie gesagt, ich bin in diesem Monat noch definierter geworden. Also es ist so, ich verzichte halt auf gar nichts. Ich habe halt einfach gemerkt, dieses Zucker ist... hat so viel mit so vielen zu tun, weil, wie gesagt, meine Geschmacksnerven, 90% Schokolade, isst das mal, schmeckt total scheiße, wenn du Zucker in deinem Körper hast. Ja, aber wenn du nach diesen 4 bis 6 Wochen da raus bist, das schmeckt, als würde ich Vollmilchschokolade essen. Für mich gewisse Obststücke, die ich nicht mehr abkonnte oder mochte, schmecken auf einmal ganz anders. Morgens mein Soja-Joghurt mit Blaubeeren, Erdbeeren. Ist höllisch, ne? Hammer. Bisschen Honig noch dazu. Ja, Mann. Geil. Weißt du? Und dann pack das mal schön in den Tiefkühler. Mach mal deinen eigenen Eis daraus und so. Also es gibt so Bananen. Viel. Bananen. Du nimmst die Bananen, frierst sie im Froster ein, dann holst du die Bananen raus, packst sie dir 2, 3, 5 in den Mixer rein, machst dir einen schönen Esslöffel Mandelmus oder Erdnussmus dazu, richtig, je nachdem, was du geil findest, bisschen Hafer und einen ganz kleinen Schwippen Hafermilch. Und du hast ein Eis, da träumst du von. Was meinst du, würde passieren, würde jetzt die Deutsche Bundesliga, allgemein deutscher Fußball, sagen, wisst ihr was, wir ändern alles. Wir ändern, wie ihr trainiert, wir ändern, wie ihr isst. Ihr kriegt von uns so und so viel Geld. Das heißt, ab jetzt folgt ihr unseren Anweisungen. Wir wollen, dass ihr im Blocks isst. Wir so wollen, grün dass, wie nur irgend möglich. Genau, wir wollen, dass ihr 5 Handvolle Gemüse jeden Tag essen. Ja, erklär mir mal, warum ist das so wichtig? 5 Handvolle. Also das Problem ist ja in unserer Ernährung, das ist ja das, was leider sehr oft totgeschwiegen wird in egal wo. Es ist auch schwer gewesen für mich, das aus verschiedenen Quellen rauszulesen. Ich habe einen Kollegen, der ist Agrarbiologe und der hat seine Doktorarbeit darüber geschrieben, über unsere Bodenstrukturen, wie das jetzt in Deutschland halt gerade aktuell Thema ist. Was ist mit unseren Böden los? Was ist an Stoffen drinne? Das heißt, was kann effektiv auch unsere Nahrung aus den Böden rausziehen? Und das Problem ist, unsere Nahrung ist einfach so runtergerockert, um das nett auszudrücken, was die Nährstoffdichte angeht. Weil wir haben das Problem, fahren wir doch ins alte Land rüber. Du hast im alten Land drüben, hast du Kulturflächen, da steht Elster neben Elster neben Elster neben Elster neben Elster. Das heißt, diese ganze Wechselwirtschaft, das fällt ja alles weg, weil Leute auf großen Flächen Massen anbauen. Das heißt, du hast viel weniger Nährstoffe in deinem Essen drinne. Der Apfel, als wir beide Kinder waren und sind auf den Baum raufgeklettert, haben uns einen Apfel vom Baum runtergezubbelt. Den Apfel nochmal zu finden in der heutigen Zeit ist extrem schwer. Du musst heute 3, 4, 5 Äpfel essen.
hast dann aber das Problem, dass der Zucker, der da drin ist, weil das ist ja auch Fruchtzucker drin, der schiebt wieder deine Bauchspeicheldrüse an, weshalb sich dein Insulinspiegel wieder ändert. Und dieses ganze Für und Wider, dieses ganze Zusammenspiel aus dessen, sorgt dafür, dass ein Insulinspiegel, wie bei allen Menschen, deshalb sind die Leute so, wie sie sind, immer eine Berg- und Talfahrt ist. Es ist immer das. Und jeder hat am Tag mindestens zweimal das Erlebnis, dass er schlapp ist, einen Mittagsschlaf braucht, oh, das Essen hat mich aber... Weil das Verhältnis nicht stimmt. Es sollte ja eigentlich gar nicht so sein. Ne? Also man sollte ja eigentlich gar nicht essen und danach komplett tot sein. Also ich habe gestern Abend, wir haben ja gestern 9-Stunden-Tag gehabt, haben wir aufgenommen, Trainingsprogramm und sonst was. Und dann habe ich mir gestern Abend mal gesagt, weißt du was, heute gönne ich mir mal. Und habe mir zum ersten Mal, seitdem wir jetzt unterhalten haben, Nudeln reingehauen, also beim Italiener. Und der Italiener bei mir in der Ecke habe ich immer. Das hat auch da, das war auch ein Grund, warum ich immer Platz gemacht habe. Ja. Ey, ich und mein Kollege haben da uns so einen schönen dicken Teller mit Lachs, Gorgonzola-Soße, alles Mögliche. Ne? Und ich war danach nicht mehr zu gebrauchen. Also wirklich, ich habe noch ein paar Telefonate zu führen gehabt. Ich habe hier meinen Kollegen Thomas, der hat mich angerufen wollt. Und der will immer Sachen sehr vorbereiten ins Detail. Und ich habe den einfach, meinte nach 2 Minuten, ey, Digi, ich muss jetzt mal schlafen gehen. Ich kann nicht reden gerade. Ich kann gar nicht denken. Warum ist das so? Warum habe ich mir einen dicken Teller Nudeln mit Lachs reingehauen und fühle ich mich danach so? Weil du ein extremes Maß an Kohlenhydrateüberschuss hattest. Das ist das Problem. Das heißt, das Verhältnis zwischen Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett hat einfach nicht gestimmt. Das war zu extrem. Dadurch, dass du diesen Kohlenhydrateüberschuss hattest, hast du das Problem. Aber das haben wir jeden Tag. Das ist ja normal. Permanent, jeder, dauernd. Du stehst morgens auf, nimmst dein Weizenbrötchen, machst dir da ein bisschen Butter drauf, ein bisschen Marmelade. Hast schon verloren. Kannst dich gleich eigentlich direkt wieder hinlegen. Das ist ja, das ist in der Schule eine 6-, ganz einfach. Das ist so. Das heißt, wenn das Verhältnis nicht stimmt, was macht dein Körper, deine Bauchspeicheldrüse, der Magen will verdauen, pumpt Insulin wie Teufel. Das heißt, dein Insulinspiegel ballert nach oben. Das ist ja das, was ganz viele Jungs im Bodybuilding und sowas so toll finden, weil sie dann eben gerade diese Leistungsspitze erwischen wollen. Ich will die Leistungsspitze aber nicht erwischen. Ja. Ich will, dass mein Körper normal arbeitet, bis ich ein alter Mann bin. Du willst, dass das normal ist. Du willst ja die Leistungsspitze. Ich will gesund alt werden, das will ich. Wir wollen ja auf eine Leistung konstant bleiben. Es geht ja gar nicht. Das, was in der heutigen Welt sozusagen passiert, ist ja, wie ich es jetzt verstanden habe, ist eine Welle. Genau. Es geht die ganze Zeit hoch runter. Das ist ein stürmendes Meer. Das ist das, was die Unruhe in unserem Körper sozusagen vogelt. Was wir wollen, was unser Ziel ist für die Community, für Spitzensportler, für werdende Spitzensportler, für Jugendliche, ist, dass ihr euer Leben lang auf Level 100 seid. Nach Möglichkeit. Also wie lange bist du nicht mehr krank gewesen? Also 15 Jahre nicht mehr krank. Nicht erkältet, gar nichts? Null. Okay, gut. Weil ich mache meine Tochter hat alles Mögliche mit nach Hause gezerrt. Ich habe nichts abgekriegt. Nix. Meine Frau lag flach zu Hause, war auch krank, war am Rumröcheln. Null. Also ich muss sagen, ich habe 2014, 15 mit Paleo angefangen. Das war halt das erste Mal. Ich habe ja gesagt, zwischendurch immer McDonald's. Das hat halt zur Plauze gesorgt, weil meine Cheat Days einfach alle 3 Tage waren. Oder dann mal 3 Tage ging, weil ich nicht mehr aus dem Cheat-Modus rausgekommen bin. Aber ansonsten habe ich einmal gefastet, habe immer auf die Ernährung geachtet. Nicht so wie jetzt extrem, das sieht man ja dann auch am Körper. Aber ich muss sagen, ich bin auch jetzt seit Jahren nicht mehr krank gewesen, weil ich halt bewusster mich ernährt habe. Und weil dein Körper diese Vitalstoffe, die Makronährstoffe, die Mikronährstoffe, weil er das plötzlich alles bekommt. Erklär doch mal, was sind Makronährstoffe, Mikronährstoffe? Also du hast ja das große Problem in der Ernährung. Du hast jetzt einen Apfel zum Beispiel. In einem Apfel ist ja nicht so viel drin. Du hast natürlich den Einmalzucker, der drin ist. Das heißt, der Fruchtzucker, der existent ist. Das ist das, was deinen Insulinspiegel anschiebt. Das ist das, was als einkettiges Kohlenhydrat für dich verfügbar dasteht, als Sofortenergie. Mhm. Wir essen den Apfel, der Apfel ist drin. Wir merken sofort, geil, der Apfel ist da. Der Apfel flaut aber auch sehr schnell wieder ab. Genau. Weil die langkettigen Kohlenhydrate nicht folgen. Das heißt, dein Körper, das ist ja der Brennstoff unserer Zellen, die praktisch der Energiegeber, der ist dann da, ist plötzlich verschwunden. In dem Moment sagt dein Insulinspiegel in den Keller, du hast das Leistungstief. So, du hast in dem Apfel aber an Mikronährstoffen, Makronährstoffen nicht mehr so viel drin. Du hast natürlich ein bisschen Vitamin C drin. Du hast natürlich vielleicht ein bisschen Vitamin E drin. Je nachdem, was das für ein Apfel ist, wo er herkommt, in was für eine Haltung er angebaut worden ist, ob er wirklich sonnengereift ist oder ob er den Rest nachgereift ist, irgendwo in der dunklen Kiste. Ja. So, diese ganzen Sachen, wenn man das alles beachtet, dann kommst du nicht drum rum, solche Dinge wie diese Gräser zum Beispiel zu dir zu führen, weil du im Weizengras ganz trocken mindestens 70 mal mehr Vitamin C drin hast als in einer Zitrone.
Also warum nehme ich dann die Zitrone, wenn mir doch ein halber Teelöffel Weizengras ausreicht? Krass. Morgens in meinem Wasser, du hast morgens dein Müsli, hast dein Wasser da stehen, halben Teelöffel Gerstengras, halben Teelöffel Weizengras, dann hast du das alles drin. Plus den extrem hohen Anteil an Chlorophyll. Den darfst du auch nie außer Acht lassen, weil Chlorophyll ist in unserem Körper gleich fungierend wie der rote Blutfarbstoff. Das heißt, dein Körper hat plötzlich eine viel bessere Sauerstoffversorgung. Guck mal, das sind so Sachen, was bei mir, ich bin Spitzensportler und ich weiß das nicht mal. Ich weiß nicht mal, was, verstehst du, also ich scheue, dass ich unterbreche, aber ich will damit nur sagen, wie wichtig eigentlich dieses Gespräch gerade ist für die Leute, weil... Ich merke das bei mir auf dem Rad. Ich habe ganz viele Kollegen, die sind Fahrradkuriere. Den habe ich auch einfach so eine Packung trocken hingestellt, habe gesagt, pass mal auf, hier hast du ein bisschen Gerstengras, hier hast du ein bisschen Weizengras. Lass den ganzen Fleisch, das ganze Eizeug, lass das alles weg für die nächsten 6 Wochen. Und morgens, wenn du ausstehst, mittags, wenn du dein Mittagessen isst und abends, bevor du ins Bett gehst, nimmst du immer schön dicken, fetten Teelöffel von diesen ganzen Sorten in ein Glas Wasser rein, trinkst das dazu. Alle von den Jungs, ich habe das mit 8 Jungs getestet, haben mich unabhängig voneinander nach 6 Wochen angerufen, haben gesagt, Alter, was ist das denn? Ich so, ja, jetzt weißt du mal, was Nährstoffdichte heißt. Weil das ist ja das, was wir haben wollen. Du musst dir vorstellen, du reißt deine Muskelfasern auseinander. Du überstrapazierst deinen Muskel. Du bringst ihn bis ans Maximum. Egal in welcher Sportart, ob du jetzt am höchsten springen möchtest, ob du am schnellsten laufen willst, ob du Masse bewegen willst, das ist ja überall das Gleiche. Mhm. Du quälst deinen Körper bis zu der Grenze, wo er nicht mehr kann, um Leistung zu erhöhen. Ja, was passiert denn, wenn ich den Tank vorher nicht fülle, bevor ich mit dem Auto auf 150 km/h beschleunigen möchte? Der Tank ist ja leer, da ist ja nichts da. Das heißt, du machst es bis zu einem gewissen Maße. Und ein schönes altdeutsches Sprichwort sagt, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und das passiert irgendwann. Wir wollen doch alle nur gesund alt werden. Alle miteinander, wie wir da sind, in einem geilen Verhältnis, als alte Säcke immer noch an der Klimmzugstange hängen und den ganzen kleinen Gören unseren Enkelkindern zeigen, wo Bartels einen Most holt. Richtig. Das ist das, was wir doch erreichen wollen. Man muss ja nicht mehr diese Denkensweise haben. Also wenn ich früher in die Schule denke, sind alle so auf Ohr. Ich will nicht alt werden, mit 50, 60 Sterben ist okay. Das ist doch Schwachsinn. Aber es ist ja die Meinung, also es ist ja die Denkensweise von vielen. Die denken ja, mit 60 hast du ja keine Lebensqualität mehr. Absolut. Ich habe Trainingsvideos gesehen von Jungs, von Männern, die sind über 70, die trainieren genauso hart wie wir beide. Die trainieren wie die Tiere, mit ihrem eigenen Körpergewicht, aber jeden Tag, 6 Tage das die Woche. Das ist es. Und, aber durch. Das sieht man ja auch nicht oft genug. Das meine ich, und wenn man recherchiert und guckt. Ja, was ja nicht mehr vorgelebt wird. Genau, es wird, aber ich glaube auch durch... Außen will man ja auch gar nicht, dass man solche Menschen überhaupt sieht. Ich habe mir letztens so nachgeguckt, so ein Kokosnussmann, komplett vegan, 81 Jahre alt, also wirklich 81 Jahre alt und sieht aus für mich so körperlich einfach wie 50, weißt du? Und ist auch im Stand von einem 40-Jährigen körperlich, klettert da die Bäume hoch, macht alles mit Eigenkörpergewicht, was man sich vorstellen kann, Sachen, die ich jetzt noch nicht mal gerade kann. Also ist 81 Jahre alt. Und wenn man den anguckt, denkt man, okay, wo führt das denn hin? Also du siehst aus gerade, als würdest du jetzt noch die nächsten 40 Jahre leben. Ja. Auf den Stand aber. Ja, definitiv. Und ist das aber möglich? Ja, unser biologisches Alter liegt doch bei knapp 120. Das ist das, was möglich ist. Äußere Umwelteinflüsse natürlich davon ausgenommen. Das heißt, wenn man im Islam oder im Christentum Bibel liest, Koran, liest man ja immer wieder von Leuten, die... angeblich, sag ich mal, wie die Menschen es dann nennen würden, 120, 140 Jahre alt. Die Insel Okinawa ist das beste Beispiel. Kann sich jeder zu Hause angucken, die Insel der 100-Jährigen. Das ist nun kein Geheimnis. Kann jeder zu Hause sich die Dokus auf YouTube reinziehen. Ohne Ende gibt's da. Die Menschen sind jung gestorben mit 96. Krass. Jung gestorben. Die haben dort Männer und Frauen über 100 gezeigt. Und die leben ja ganz normal. Die leben ja ganz normal. Ne? Was die machen ist, die leben biologisch dynamisch. Das heißt, die leben nur aus dem Anbau, aus ihren eigenen Feldern und vom Feld vom Nachbarn und vom Feld vom Nachbarn. Das ist das, was bei uns auf unserem Planeten ja möglich wäre. Ja. Wenn wir auf unseren Agrarflächen in Deutschland das anbauen würden, was das deutsche Volk und natürlich die ganzen Flüchtlinge, die hier reinkommen, durch den ganzen Stress, den wir auf unserem Planeten haben, um all diese Menschen zu versorgen, würden wir unsere Felder wirklich dafür nehmen. Es wäre für jeden genug zu essen da. Günstig, für kleines Geld, absolut geil angebaut. Aber das Problem ist, da hat die Industrie einfach keine Lust drauf. Weil wenn wir Deutsch reden miteinander, dann wissen wir ganz genau, dass die Pharmaindustrie und die ganze Agrarindustrie, die natürlich vollgepumpt wird mit Düngemittelfirmen, ohne Ende, die sind doch diejenigen, die dafür die Drahtzieher sind. Das ist doch so. Ja, na klar. So, ne? Weil das, was bringt dem Arzt sein täglich Brot? Das Leben und auch der Tod. Ja, na klar. So, genauso sieht es aus. Das heißt, sie müssen uns auf irgendeine Art und Weise, müssen sie uns krank halten, weil dann gehen wir oft zum Arzt, dann müssen wir ganz viel Geld ausgeben. Sie brauchen, also Krebs ist halt ein Milliardengeschäft. Wenn natürlich. Also wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass wir alle Krebszellen haben in unserem Körper und wir eigentlich gar nicht dafür geschaffen sind, Krebs zu bekommen. Es gibt ja gewisse Kettenaktionen, die dazu führen, dass dann sich so ein Tumor entsteht. Yeah. Das hat mit Ernährung zu tun, das hat mit Bewegung, Stress, Umwelteinflüsse, genau. Und es gibt ja Völker,
die kennen Krebs gar nicht. Nee, das ist da nicht existent. Es gibt da Krankheitsbilder wie auch Arthritis, Arthrose, ne, diese ganzen Gelenkbeschwerden, die wir hier haben, weil auch kein Mensch sagt den Leuten noch, dass man organischen Schwefel zu sich nehmen sollte, wenn man Gelenkstress hat, so, weil das erstmal die Entzündungswerte senkt. Das ist ja wie mit dem Hanf auch, der wird ja auch nach wie vor totgeschwiegen. Das funktioniert alles gar nicht. Mhm. Aber CBD in hohen Konzentrationen für einen Spitzensportler sind super. Es gibt jetzt eine neue Leistungssportlerin, die ist Olympiateilnehmerin, die wird von einer CBD-Firma in den Staaten gesponsert. Die nimmt das Zeug im Training bewusst zu sich und hat dadurch den Vorteil, die hat einen extremen Leistungszuwachs. Und warum? Weil die Entzündungswerte im Körper geringer bleiben als normal. Dankeschön. Was ja auch normal ist. Mit wir CBD habe ich auch gerade angefangen, ein bisschen rumzuhantieren. Ja, mache ich auch. Tag ich habe das als Jobs Ölform, immer genau. Unter Tropfen unter die Zunge drunter. Richtig. Funktioniert wunderbar, gibt es in verschiedenen Dosierungs- Ich spüre es auch sofort. Also ich muss sagen, ich kriege so einen leichten Schub an, als würde mein Herz ein bisschen schneller, als würde meine Durchblutung. Also was passiert ist, es wirkt ja gefäßerweiternd, ne? Das heißt dein Blutdruck, je nachdem was du halt für ein Mensch bist, du hast ja auch das Problem, du hast ja auch eine Pumpe wie ein Tier, das ist bei mir ja auch nicht anders, unsere Herz hat einfach eine ganz andere Leistung als bei einem normalen Menschen, der diesen Leistungssport nicht macht, das ist so. Wir haben relativ niedrigen Blutdruck. Ganz genau, richtig. Wir sind einfach im Standby-Modus viel weiter unten als der ganze Rest und wenn wir unter Stresssituationen geraten, dann ist unser Blutdruck auch lange nicht so hoch wie bei den ganzen anderen, weshalb das bei mir zum Beispiel so ist. Ich habe noch nie, glaube ich, in den letzten 15 Jahren einen normalen Blutdruckwert gehabt. Meiner war immer unterm Durchschnitt. Meiner auch. Meiner ist immer vom Feinsten. Und das ist das, wenn du dann auf dem Rad sitzt, wie ich zum Beispiel, und du fährst dann wirklich mit diesen ganzen Messinstrumenten und fährst dann 150, 180 Kilometer am Stück konstant durch. Und du weißt, du kannst mit einer extrem ruhigen, geübten Tiefenatmung einfach extrem viel dafür machen, dass dein Blutdruck so bleibt, wie er ist. Und wenn du das dann im Alltag merkst, du kommst im Alltag in Stresssituationen. Wir haben echt keine Zeit. Ne? Die Menschen haben echt keine Zeit für sowas. Das ist der Grund, du gibst mir gerade so viel Informationen. Wir reden hier von Atmung, wir reden hier von Trainingsarten, wir reden hier von Ernährungsarten. Ja. Und es ist einfach so, jeder Mensch kann das machen. Jeder Mensch kann 10 Minuten einfach alles abschalten und atmen. Morgens, wenn du aufwachst, als allererstes, du bleibst im Bett liegen. Du bist noch gar nicht aufgestanden, du hast den absoluten Ruhepuls, bist gerade eben aufgewacht. Dann fängst du an und übst erstmal durch wirklich deine ganzen Atemorgane zu atmen, wie Wim Hof das ja sagt. Das machst du morgens als allererstes. Danach gehst du schön entspannt duschen, warm, danach kurz eine Minute kalt, dann nimmst du dein Frühstück zu dir. Wenn du Glück hast, hast du ein Frühstück in so einer Blockform, wie ich das ja nun mache, dass du weißt, Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett passen gut zusammen. Je nachdem, worauf du Bock hast, hast du dann deine Blaubeeren, deine Himbeeren, was auch immer drin, schmeckt richtig lecker, die Sonne scheint. Und wenn du dann, wie ich, aufs Fahrrad draufsteigst, dann denkst du, du ziehst die Pedale aus der Kurbel raus. Du brichst gleich die Kurbel auseinander. Das ist wie bei dir jetzt auch. Du hast es ja gemerkt. Wenn das passt, du kannst das Gewicht halt einfach viel entspannter heben. Du hast ein alles extrem... Alles ist entspannter. Genau so sieht das aus. Ich meine es ernst. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Woche habe ich Leistungsschübe gehabt. Die waren echt, jetzt nach den 4 Wochen, jetzt ist auf dem höchsten Stand, wo ich sage, okay, ich drücke wieder 170 Kilo. Ja. Mein Handgelenk ist ja gebrochen. Ich habe ja hier mir alle Bänder im Ellbogen gerissen, weil ich mir beim Football das einmal komplett hyperextended habe. Das heißt, gewisse Sachen wie mein Ellbogen fühlen sich einfach viel, viel besser und schmerzfreier. Sachen sind schmerzfreier geworden. Ich habe viel mehr Range of Motion. Also ich habe das Gefühl, dass die Ernährungsart vieles gerade mit meinem Körper tut. Ja. Und vor allem bin ich positiver, wie gesagt. Und im Training, ich habe einfach unendlich Energie. Also wirklich, ich und Jamal, wir trainieren da, wir sind da manchmal 2 Stunden drin und merken dann selber, okay, jetzt ist mal gut. Ja. Wir haben jetzt mal... Du, solange sich das gut anfühlt, kann man das ja auch immer machen, weil das ist ja... Wenn du das gut machst und du bist erstmal wirklich drin in diesem ganzen Thema und bist dann so weit, dass du sagst, okay, jetzt ist das für mich auch relativ entspannt, ich muss nicht mehr dauernd auf den Zettel gucken. Dein Leben wird so viel entspannter werden, auch wenn du einkaufen gehst, weil du rennst nicht mehr wie ein Irrer durch die Regale und bist erschlagen von diesen ganzen Produkten, von dieser Vielfalt, die du anbietest. Das ist ja das Problem. Das Problem gerade ist, dass du in einen Laden reinkommst, ne? Und du hast ja nur, du bist ja... sozusagen überwältigt. Ja, genau. Es ist ja alles lecker, wenn du es guckst. So wie du es... Es ist... Guck mal, was heißt lecker? Es ist lecker nach den normalen Standards. Wir sind ja groß geworden mit, hey, Pizza ist cool, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das heißt, jeder, der in so einen Laden geht und... Es ist ja fast unmöglich. Wie gesagt, du guckst dir das an und du hast dann 20 Euro in der Tasche. Weißt du, was ich meine? Ist Ende des Monats, so geht es vielen Menschen, Ende des Monats ist 20, 30 Euro zum Einkaufen. In den letzten 4 Tage, 5 Tage, bis du Geld bekommst. Und dann guckst du und dann sagst du, ey, Alter, was? 6 Euro für dieses vegane Produkt. 8 Euro für dieses... Und dann guckst du dahin und dann siehst du, Alter, 3 Pizzen für 3 Euro. Ja, aber in dem Fall ist das ja dann so...
Du hast ja dann gerade durch den Ernährungsplan, wenn du dich da tatsächlich strikt dran hältst, dann gehst du in der Woche für 75, maximal 80 Euro die Woche gehst du einkaufen. Damit hast du alles, was du brauchst. Richtig. Es ist alles am Start. Du brauchst nichts extra, sondern du bist wirklich komplett gedeckt mit deinem ganzen Stoff. Und vor allem, wie viel spart man nochmal, wenn man die Fenstertechnik von dir benutzt? Dass man an jedem Fenster gewisse Sachen entstellt, die man dann nicht mehr einkaufen muss. Also wenn du das machst, kontinuierlich, und wenn du den großen Genuss hast, du hast einen Balkon und sowas und kannst dann so eine Sachen wie Zucchinis, Tomaten, ein paar Peperonis und so. Man kann sich ja sogar ein Zelt kaufen heutzutage. Genau, ja. Kannst du auch machen. Du kannst auch zu Hause, ne? Das ist ja nun mal auch kein Geheimnis. Es gibt ja diese Anbauzelte und das alles mit Lampen. Keiner spricht dagegen, dass man sich zu Hause... Muss ja nicht unbedingt THC-Pflanze. Nee, man muss nichts Illegales machen. Das ist immer noch außen vor. Ne? Das dürfen wir ja leider nicht. Aber wenn man das macht und du hast jetzt das Bedürfnis, eine spezielle Tomatensorte, die schmeckt dir gut, und du hast bei deinem Tomatenhöger um die Ecke ein paar Samen davon gekommen, natürlich kannst du dir das zu Hause anpflanzen. Stell dir doch so eine Lampe und so ein Schränkchen zu Hause hin. Du weißt ganz genau, okay, das kostet dich im Monat Stromsumme X. Also spare ich bei meinen Tomaten, weil da hole ich ja dann raus 5 Kilo, 10 Kilo, keine Ahnung was. Richtig. Spare ich also das und das an Geld, dann mach das. Ja. Weil nur selbstversorgen heißt wirklich sicher gehen, was ist drinne. Das ist ja mein Endziel, ich will selbstversorgen. Ja, das wäre das Ultimative für uns alle. Aber das wird nur funktionieren, wenn wir politisch wieder ein bisschen was ändern und dann so eine Sachen wie Flachdächer zum Beispiel auf Häusern einfach begrünt werden. Ja. Du kannst auf jedes Flachdach in Deutschland kannst du raufgehen. Da sind Gewächshäuser drauf, da sind Hochbeete drauf, da sind für die Leute, die in dem Haus wohnen, sind schon Grundnahrungsmittel oben auf dem Dach vorhanden. Krass. Da kümmern sich die Leute selber drum. Das wäre überhaupt gar kein Thema. Aber wir hätten alle schon mal von vornherein saubereres, besseres Essen, und die grünen Pflanzen, was machen die? Ach, die reinigen auch noch die Luft. Extra geil. Also haben wir auch noch CO2-Werte, Methanwerte wird auch noch gesenkt. Haben wir also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das ist das, was jeder Mensch machen müsste eigentlich. Genau. Du hast eine Wohnung und wohnst nicht im Kellerloch, sondern du hast ein Fenster, häng Blumenkübel dahin, mach dir ein bisschen geiles Grünzeug rein, schneid's dir ab, haust dir mit in dein Essen rein. Das ist das Vitalstoffreichste, was du essen kannst, weil, das darfst du ja auch nicht vergessen, in dem Moment, wo das abgeschnitten ist, stirbt's. Das darf man nie außer Acht lassen. Das heißt, wenn ich mir die Petersilie kaufe, die schon 3 Tage beim Höger rumliegt, da ist nicht mehr so viel Power drin, wenn ich die Petersilie gerade eben aus meinem Blumenkasten abgeschnitten habe und mache die jetzt gerade in meine Pasta rein mit meinen, keine Ahnung, Sojamedaillons, was auch immer. Ein paar Prozente mehr von einfach, ne? So sieht das aus. Der Körper wird es dir danken, definitiv. Ja, wie gesagt, ich bin erstaunt, wie krass diese Technik, diese Ernährungsart gerade bei mir jetzt anlegt. Weil, wie gesagt, ich bin ein Mensch, der immer eigentlich eine Fettschicht auf dem Körper hat, durch die Zufuhr von Kohlenhydrate, durch die Art, wie ich groß geworden bin. Selbst wenn ich habe mit 21 ein Sixpack gehabt, durch die Ernährung. Aber da habe ich halt Bodybuilder-Ernährung gemacht. Da habe ich Thunfisch, Reis, weißt du, die ganzen so typischen Bodybuilder-Krams. Ab eine gewisse Zeit keine Kohlenhydrate mehr und, und. Das kann man auch alles machen, das ist auch alles in Ordnung. Das ist aber wie bei Heilpflanzen auch. Nicht jede Heilpflanze ist was für jeden Menschen zu jeder Zeit. Nein, das ist so. Und genau das Gleiche ist es beim Essen. Nicht jede Fastentyp, nicht jeder Form von Ernährung ist für jeden Menschen wirklich geeignet. Nicht jeder, das heißt, nicht jeder kommt auf Fasten klar, nicht jeder kommt genau auf... Genau, sieht das richtig aus. Schau mich an, ich bin nun, dadurch, dass ich extrem viel Leistungstraining mache und viel unterwegs bin, was Ausdauersport angeht, ich bin nicht breit, ich werde auch nicht breit, ich kann Kohlenhydrate zuführen, wie ich möchte, ich werde nicht massig mehr, ich werde stärker, aber ich werde nicht voluminöser. Ja. Wenn ich jetzt eine Fasteneinheit wie Intervallfasten machen würde und würde das regelmäßig in mein Leben integrieren, dann hätte mein Körper ein Defizit, ganz einfach. Ich würde meinen Körper geißeln. Ja. Wenn du das machst mit deiner Masse, weil du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt wirklich Bauchfettgewebe, ich muss das wegkriegen, und du machst dann eine gewisse Zeit über ein halbes Jahr verteilt immer wieder dieses Intervallfasten, dann ist das in Ordnung, bis du zu dem Punkt gekommen bist, wo du hin möchtest. Danach nimmst du aber das wahr, was du eigentlich machst, das heißt, dich so vollwertig zu ernähren, wie man das ja eigentlich machen sollte. Was ich jetzt tue gerade. Genau, das heißt, du gibst deinem Körper alle Nährstoffe von A bis Z ausnahmslos jeden Tag in der möglichst besten Form, die du kriegen kannst, und Ende Gelände, weil dann funktioniert dein Körper so, wie er soll, dann hast du den geringstmöglichen Stress. Wenn du Leistung erhöhen möchtest, ist das möglich. Wenn du merkst, das Leistungspensum reicht noch nicht aus, du willst übertrainieren, wie das, was du jetzt gerade machst, führst du etwas mehr zu, und dann kannst du das auch erreichen, weil der Körper die nötigen Puffer bekommt. Aber er bekommt sie nie an der falschen Stelle. Richtig. Darauf kommt es ja an. Weil du kannst nicht sagen, okay, ich muss jetzt Masse trainieren, also fresse ich jeden Tag 5 Süßkartoffeln mehr oder ich haue mir ein halbes Kilo mehr Reis rein. Ja, da ist mehr Brennstoff da für die Zellen. Funktioniert das Verhältnis aber nicht, macht deine Bauchspeicheldrüse Folgendes: die produziert weniger Testosteron.
Das ist so. So, weil das ist für die Hormonbildung da. Ne? Das heißt, wenn die Hormone nicht richtig funktionieren, hast du wieder das Problem wie mit dem Insulinspiegel, dieses Auf und Ab. Das heißt, du hast dein Leistungshoch, dein Leistungstief wieder im Wechsel, kommst wieder in den alten Kreislauf rein, bist wieder anfälliger für eikettige Kohlenhydrate, bist wieder mit dem Auge mehr darauf, oh, Leckerchen, hast wieder irgendwas Süßes gefunden, was dir schmeckt, wo es sich dann wieder eher hinzieht. Und wenn du das weglässt, kontinuierlich, so wie du das jetzt machst, kommst du an den Punkt nach 6 bis 8 Wochen, wo du dann den Teller mit deinen Nudeln merkst. Wo du danach auch merkst, du hast da einfach keine Lust mehr drauf, weil du dich nämlich scheiße fühlst. Ey. Weil du durch die Tür durchgegangen bist, du hast gesehen, auf der anderen Seite, das Gras ist grüner. Dankeschön. Es ist wirklich geiler auf der anderen Seite. Ich werde mich auch nie wieder, das sage ich dir ganz ehrlich, es gibt für mich kein Zurück mehr. Das ist ja das Schöne. Ja, für was Ja, genau. Wenn du realisierst, wie wichtig die Ernährung ist und was es mit deinem Körper tut, für mich gibt es kein Zurück mehr. Für mich gibt es nie wieder eine Woche lang McDonald's fressen. Für mich gibt es nie wieder eine Woche lang Pizza fressen. Für mich gibt es nie wieder einfach mal kurz da beim Kiosk Bonbons holen. Und das ist für mich out. Weißt du so, ich kümmere mich drum, dass ich dann das und das mit habe. Oder genau, du hast deine Snacks am Start. Wie gesagt, ich habe immer meine Tafel Schokolade, 90% Ding dabei. Wenn ich so einen Janker bekomme oder merke, ey, oh, ich habe gerade voll Hunger, dann haue ich mir das kurz rein, weißt du, was ich meine? Und dann fühle ich mich auch... Du kannst immer ein paar Trockenfrüchte dabei haben, du kannst immer ein paar Nüsse dabei haben. Richtig. Das ist überhaupt gar kein Thema. Für jeden, der unterwegs ist, alle haben unsere ganzen Kollegen... Wir haben immer im Auto Nüsse, wir haben immer da. Alle haben einen Rucksack am Start. Ja. Das heißt, wenn du unterwegs bist und du weißt, du willst dir jetzt irgendwas kaufen, wie eine Falafel zum Beispiel, weil du da Bock drauf hast. Du weißt aber, okay, in der Falafel sind sehr viele Kohlenhydrate drin, weil du hast den Teig außenrum, du hast den Salat dazu, du hast die Kichererbsen, in denen aber nicht so viel Eiweiß drin ist, dass das passt. Wo ist das Problem, sich seinen kleinen Shaker einzustecken? Wo ist das Problem, das hier dabei zu haben, um sich das kurz anzumischen? Damit die Leute es verstehen. Guck mal, es geht darum, du isst jetzt dein Falafel mit Salat, das Verhältnis stimmt aber nicht. Von Eiweiß, von nichts. Das heißt, wenn ich jetzt mein Falafel esse, füge ich da genügend Eiweiß hinzu. Mit meinem Shake. Damit... dieser Block perfekt stimmt und dein Körper genau das wenigstens Punkt. Annähernd, darum geht das ja. Es muss nicht immer auf den Punkt passen, und, weil da hast du das Problem, das muss ich sagen. Ja, da muss ich dir recht geben. Also ich selber habe dir von vornherein gesagt, ich bin Mensch, ich wiege nicht, ich mag auch nicht nachgucken. Jetzt mittlerweile gemacht mit dem Wiegen, es wird nervig. Ja, genau, richtig, genau. Und darauf habe ich gar keinen Nerv, ich habe auch keine Zeit. Ich nehme dann jetzt meine Kiona-Puffer. Kennst du die Kiona-Puffer? Finde ich ganz geil. Herausragend. Also, Digga, mit Hafermilch, kalte Hafermilch, bisschen Honig, Blaubeeren rüber, Leinsamen. Ja. Und dann gucke ich mir halt an auf der Packung, hier sind 125 Gramm, 50, 60 Gramm sind 40 Gramm Kohlenhydrate. Weißt du, was ich meine? Dann weiß ich ganz genau, okay, aber ich muss nichts nachwiegen, weil du kannst ja ungefähr sehen, die Tüte ist jetzt halb voll, das heißt, es sind ungefähr 60 Gramm. Yeah. Bei den Haferflocken genauso, das ist ein halbes Kilo. Yeah. Da siehst du ja, okay, ich habe ein Drittel reingehauen, das heißt, es sind locker 200 Gramm, 150 Gramm Haferflocken, guckst du auf die Packung, oh, 80 Gramm, 90 Gramm Kohlenhydrate. Dann nehme ich ein bisschen was runter und verteile das dann auf meine Söhne morgens. Sag, ey, wollt ihr noch Haferflocken? Genau, weil du merkst, du brauchst gar nicht. Ich brauche ja keine 90 Gramm Kohlenhydrate. Wozu? Ja. Das ist ja alles Überschuss. Du merkst dann, wenn der Teller dann wirklich voll ist, du siehst dann auf dem Teller, okay, dann liegen zwar ganz viele geile Sachen rum, aber eigentlich ist das gar nicht so viel. Wenn du das fertig gegessen hast, bist du trotzdem fertig mit den Nerven, weil es so energetisch ist, dass du sagst, oh, ne? Genau. Aber 20 Minuten, eine halbe Stunde später, wenn der Körper angefangen hat, das zu verdauen, wenn du dann anfängst, deinen Tag zu beginnen, wie morgens nach dem Frühstück, du fühlst dich einfach auf den Punkt. Ja. Hast du dann nach 3 Stunden, 4 Stunden, maximal 4,5 Stunden deinen nächsten Snack, der passt auch wieder. Und bist du auf dieser Welle drauf und du gleitest dahin. Genau. Und wenn du das konstant machst, dann weißt du auch, auf Arbeit baust du nicht mehr so schnell ab. Du kannst dich länger konzentrieren. Viele Leute sitzen heutzutage am Computer, haben Computerarbeit zu tun. Das heißt, sie sind sehr viel mit ihrem Gehirn beschäftigt. Das ist genauso anstrengend. Wenn da die Stoffe fehlen, hast du genau das gleiche Problem auch. Okay, klär mir mal ganz kurz jetzt für nochmal die Zuschauer. Ja. Ich bin jetzt Spitzensportler. Ja. Ich ändere meine Ernährung genau nach deinem System. Ja. Sagen wir, ich spiele jetzt für Stuttgart, bin Stürmer. Was passiert in den nächsten 8 Wochen? Was werde ich in den nächsten 8 Wochen spielen? Einen absolut besseren Ruhepuls, definitiv. Das heißt, dein ganzer Herzschlag, dein Herzvolumen, deine Versorgung der Muskeln mit Sauerstoff wird sich extrem verbessern. Das ist ein Fakt, der wird 100%ig kommen. Dein Leistungslevel wird sich definitiv erhöhen, 100%. Das heißt, du wirst mehr Leistung haben als vorher, aber explosionsartige Leistung. Das heißt, der Leistungsschub wird... Wir wollen unglaublich, also muss ich sagen, für mich... Unglaublich, also wirklich. Ich merke das, seitdem ich esse, ich versuche ja immer so von Level 0 auf Level 1 zu kommen. Weißt du, Level 1, das ist dann so das, dass man sagt, okay, man hüpft jetzt rein ins Wasser, man hackt jetzt los und ich kann das definitiv jeden Tag, 7 Tage die Woche, könnte ich das machen. So. Richtig. Das ist dieses Level 1. So, wenn ich auf diese Stufe raufkommen möchte, dann funktioniert das ja nur, wenn ich das auch leisten kann. Ja. So, das, was passiert durch diese Ernährungsform ist,
egal was ich jetzt trainiere, ich kann das leisten. Wenn ich die Leistung, wenn ich den Willen reinstecke, wenn ich mir wirklich den Arsch aufreiße, wenn ich wirklich absolut alle Register ziehe und ich möchte besser werden, und ich führe dann meinem Körper die dementsprechenden Nährstoffe zu, so wie mein Körper die gerne haben möchte, dann hat mein Körper alle Voraussetzungen, um das zu leisten. Das heißt, als Leistungssportler, Vorteil dieser Ernährungsart ist einfach, du wirst mehr Ausdauer haben, mehr Fokus, mehr Regeneration, mehr Konzentrationsfähigkeit, mehr Leistung. Kürzere Leistungstiefs, wenn du sie überhaupt noch hast. Ich persönlich, ich habe sie nicht mehr. Ich werde auch, das muss ich sagen. Also wir haben letztens eine Konditionseinheit gemacht und ich war wirklich überrascht. Weil ich kenne, wir haben ja eine Routine. Wir wechseln unsere Routine alle 6 bis 8 Wochen. Für die Leute, die einmal kurz wissen wollen, wie wir trainieren. Wir machen dasselbe für 8 Wochen und steigern uns jeden Tag, jede Woche mehr in dieser Trainingsart. Das heißt, ich merke einfach durch die Ernährungsart, meinen Leistungsschub, meine Erholung, wie gesagt, wir trainieren ja den ganzen Tag und wir sind trotzdem nach abends fit. Wir sitzen trotzdem 21 Uhr, wir sind ja um 5 Uhr, 6 Uhr wach, wir sitzen trotzdem 21 Uhr und zocken noch, weil wir Feierabend haben, zocken da NBA 2K oder Madden oder Fortnite für 2-3 Stunden und sind nicht mal daran, denken nicht mal daran. Genau, du bist immer noch da, du fühlst dich immer noch gleich. Du merkst zwar, okay, ich habe gerade trainiert wie ein Tier und die Muskeln, oh, das ist jetzt aber alles ganz schön. Genau. Ich habe geleistet wie Teufel. Das heißt, für den Leistungssportler, Vorteil unglaublich, weil du hast mehr Zeit zu trainieren. Ja, was wollen wir denn mit Ernährung tatsächlich, was wollen wir denn damit tatsächlich erreichen? Richtig. Wir wollen als allererstes erreichen, in dem Moment, wo ich Leistung bringen möchte, kann ich diese Leistung abrufen. Das heißt, mein Körper hat die Nährstoffe von A bis Z, damit das funktioniert. Vor allem dem und bist du ja Profisportler und möchtest doch der Beste werden, in dem du bist. Das heißt, du möchtest mehr trainieren als die anderen. Du möchtest erholter sein als die anderen. Genau, da kommen wir zu dem zweiten Punkt, was passiert durch diese ganze Geschichte. Deine Erholungszeiten werden viel kürzer. Das heißt, was heißt das? Das heißt, du kannst mehr trainieren. Du, ich trainiere jetzt seit 5 Jahren straight durch, jeden Tag, sechs Tage die Woche. Weil ich habe immer über Übertraining, ich höre immer über Übertraining und Übertraining hier, Übertraining da und ey, was machst du da, Coach? Ja, hast du keine Angst wegen Regeneration? Nein, weil ich habe ja meine Sachen geplant. Ich weiß ja, Montag trainiere ich Brust, Trizeps, dann machen wir noch eine Konditionseinheit. Dann gehen wir abends laufen. Sprints. Am nächsten Tag sind wir im Push and Pull. Dann machen wir Schultern, Rücken. Bis nichts mehr geht. Am nächsten Tag Beine mit 400 Meter Sprints, Bergläufe und. Das heißt, die Verteilung von meinem Training ist, alle 4 Tage wird dieser Muskel wieder angegriffen. Ich trainiere alle 4 Tage. Das heißt, es ermöglicht, dass ich 7 Tage die Woche durchtrainieren kann. Sonntags ist für uns vielleicht Yoga, Wasserworkouts und. Aber es ist trotzdem Training. Und ich werde trotzdem besser. Und durch die Ernährungsart merke ich einfach, ey, um 14 Uhr, Spaß, ja genau, weil wir trainieren um 7 Uhr morgens, 9 Uhr, chillen kurz und dann merke ich um 12 Uhr, ey geil, was ist das? Ich kann hier Vollgas geben. Also wir sind richtig am Vollgas geben. Und das war vorher nicht so. Das war, zweite Einheit war eh mal, oh, boah, guck mal, wir sind Grinder. Jetzt machen wir nochmal Kondition, nachdem wir heute Morgen 2 Stunden so uns ge***t haben. Sorry, dass ich das so sage, aber wir merken dann einfach, krass, okay, different the game, different breed. Ich bin auf einem anderen Level gerade. So fühlt man hat auch viel mehr Selbstvertrauen. Jetzt kurz zurück, ganz kurz, dass ich unterbreche. Ich will jetzt noch mal einmal kurz zu diesem Punkt, wo ich gesagt habe, für einen Leistungssportler haben wir die Vorteile. Was für Vorteile haben wir jetzt für den ganz normalen Bürger, der jetzt einfach sagt, ey, ich habe null Ahnung von Ernährung. Was wird sich bei Ihnen in den nächsten 6 bis 8 Wochen verändern? Ich habe eine ganz nette Dame bei mir im Laden gehabt, die kam rein, die hat bei mir ein Fahrrad gekauft und mit der habe ich mich ganz toll unterhalten und der habe ich dann nach deine Seite gezeigt mit den ganzen Trainingsplänen und guck mal hier, Knast-Workout und sowas. Ne? Und sie dann gleich raufgegangen, hat sich dann auch den Ernährungsplan, als er online war, der erste, hat sich auch gleich runtergeladen und sowas, hat das gemacht, ne? Eine Frau Mitte 50. Genau. Die kam danach rein, als sie dann die erste Wartung machen musste bei ihrem Fahrrad, ich das Fahrrad nochmal nachkontrollieren musste, sagt sie so, du sag mal, Stefan, was ist denn das? Und ich so, wie, was ist das? Ich fühle mich ganz anders als vorher. Ich so, ach, tun die Gelenke nicht mehr so weh, ne? Sie so, nee, auch die Probleme, die ich vorher auf dem Fahrrad hatte, die sind alle weg. So, ich so, kannst du auch besser schlafen, ne? Und sie so, ja, kann ich. Ich habe mir herausragend, ich schlafe genau, mein Schlaf, da muss ich mich auch nochmal kurz anschließen. Mein Schlaf ist wirklich unglaublich geworden. Ich dachte, ich bin ein Mensch, der geboren ist, nur 3 Stunden am Tag zu schlafen. Ich habe nie durchgeschlafen. Ich bin immer mitten in der Nacht aufgewacht. Jetzt, ich brauche keinen Wecker. Ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf. Ich brauche keinen Wecker. Seit 3 Jahren keinen Wecker. Genau. Morgens pünktlich 7:30 spätestens. Mein Körper weiß ganz genau, was Phase ist. Also mein Körper weiß ganz genau, ich muss jetzt aufstehen, um zu trainieren. Ich habe das mir so... Und ich, wie gesagt,
nach dem ganzen Training eigentlich, wir heute Morgen auch, wir haben gestern 9 Stunden Tag gehabt. Wir sind 400 Kilometer im Auto gefahren, ja, davor Berlin hin, ne? Zurück. Heute Morgen bin ich aufgestanden und wir waren um 2 Uhr im Bett. Mhm. Und ich dachte, heute Morgen würde ich mich rausquälen. Es war 8 Uhr. Ich bin aufgestanden und habe gedacht, ja, kannst was ist hier los? Durch die genau. Wand gehen, und mein Kollege Jamal war auch so, weil wir haben ja wirklich gestern 6 Stunden am Stück Trainingsprogramm aufgenommen und steht auf und sagt, oh, ich habe, glaube ich, Muskelkater. Und steht auf und sagt, nö, habe ich gar nicht. Mir geht's gut. Hältst du und es ist so auf, hä, komisch, warum haben wir keinen Muskelkater? Wir haben doch gestern 1000 Mal Kniebeugen gemacht fürs Video. So, warum habe ich gerade keinen Muskelkater? Warum fühle ich mich so hervorragend? Wirklich, ich habe keinen Muskelkater. Ich habe gestern so viele Liegestütze gemacht. Ich habe kein Gefühl von, mein Körper geht's nicht gut. Gut, das habe ich jetzt auch ein paar Mal. Ich mache das ja zu Hause abends auch. Ich gehe normalerweise, mein Alltag sieht ja so aus, ich gehe morgens laufen, dann fahre ich mit dem Rad volles Rohr zur Arbeit, auch immer Kette rechts, volles Rohr, ne, um einfach Blut in die Muskeln zu pumpen, um wirklich auch diese Sprintkraft zu haben. Ne, dann bin ich auf Arbeit, dann gehe ich 8 Stunden, 10 Stunden arbeiten, knallt volles Rohr mit dem Rad wieder nach Hause. Wenn ich zu Hause ankomme, bin ich gerade warm, gehe direkt in meine Trainingsklamotten rein, ausnahmslos. 5 Tage die Woche 100% und Samstag ist es meistens, wenn ich morgens aufwache, genau das Gleiche. Ich gehe direkt in meine Trainingsklamotten rein und trainiere. Mach meine 90 Minuten bis 2 Stunden, zieh mein Trainingsprogramm durch. Ich habe Terrabänder, Klimmzugstange, Dipstangen, den ganzen Kram. Ich habe das alles zu Hause, ich habe Kettlebells zu Hause. Hau richtig auf die Wurst und danach, wenn ich mit meinem groben Training fertig bin, setze ich mich in die Küche, mache in der Küche grundsätzlich immer meine Bauchmuskelübungen, weil dann bin ich neben dem Herd und wenn Wasser zum Beispiel anfängt zu kochen, das braucht ja eine gewisse Zeit. Ja. Das heißt, du hast dein Wasser auf dem Herd, du hast das angeschaltet, es kocht noch nicht, also runter auf dem Boden kannst du schon den ersten Satz machen. Danach guckst du wieder hoch, Wasser kocht, schmeißt deinen Reis rein, dein Quinoa, was auch immer. Dann weißt du, okay, das braucht jetzt 20 Minuten. Das heißt, mit dem ganzen anderen Zubereiten hast du auf alle Fälle 20 Minuten Zeit, die jetzt wieder investiert werden können, um den letzten Satz nochmal zu machen für den Bauch. Warum ist Sport so wichtig für den Körper? Also Sport ist in erster Linie wichtig zum einen, um eine Grundspannung zu halten, damit die ganzen Organe richtig gehalten werden. Darauf kommt es ja an. Das heißt, die Organe, die sollen ja geschützt werden von der Muskulatur, sollen in Position gehalten werden, egal in welcher Position du dich wann wie bewegst. Einfach, ne, damit du einen Schutz hast für deinen Körper. Und natürlich auch im Alter gesehen, wir bauen ja nur ab. Genau, ab 23 habe ich gelesen, 24, gibt es Zellen, die sich abbauen durch den Sport. Genau. Gibt's, ist genau. Es wie eine Schicht, die darüber geht, sag ich mal, und die Zellen schützt vorm Alter. Das heißt, mit dem Sport verhindert man sozusagen oder hält den Altersprozess auf. Also dieses nette Anti-Aging, was man hat, das ist ja das, was man dadurch erreichen kann. Mache ich regelmäßig Sport in einem gesunden Maße für meinen Körper, egal in welcher Form, und ich ernähre mich dementsprechend mit den richtigen Vitalstoffen, kann ich dieses Anti-Aging maximal rauszögern. Richtig. Weshalb es auch immer noch Menschen gibt in den richtigen Gegenden, die sich dementsprechend ernähren, die sitzen einfach da und haben mit 80 fast keine Falten im Gesicht. Genau, das ist ja vollkommen Dankeschön. Normal. Das ist ja, wenn du dir gewisse Leute auch, die berühmter sind, anguckst, ne? Also The Rock als Beispiel, ist ja 50, 45, und 50. Immer noch ein Tier. Genau, also es gibt gewisse Leute wie Tom Brady. Wie gesagt, gehen wir zurück auf Tom Brady. Mit 43, 44, wirklich spielt besser als mit 25. Ja. Weißt du, es gibt gewisse Leute, da sind 60, 70 Leistungssportler gewesen, haben immer das Leben gelebt. Also ich folge ganz vielen Leuten, die gerade jetzt so dieses Longevity, das ist ja genau mein Thema, Langlebigkeit, wo ich sage, ey, weißt du was, guck mal, ich habe 2 Söhne, werde vielleicht noch 2 Kinder irgendwann noch dazu bekommen, inshallah. Was will ich, wie sollen die mich sehen? Ja. Weil ich bin jetzt 34. Genau, was bist du für ein Vorbild? Wie werden die mich sehen? Mein Sohn macht immer Liegestütze. Mein Sohn achtet auf gewisse Sachen, weil er einfach das bei mir sieht. Okay. Und ich habe auch keine Lust mit 65, sag ich mal, tut mir leid, so wie mein Vater gerade zu sein, der ein kränklicher ist, den das Leben mitgenommen hat. Mein Vater ist mit 56 gestorben. Verstehst du? Und leider hat mein Vater zu viel gearbeitet, sich sehr schlecht ernährt und das sind halt die Resultate. Und das Problem ist gerade, wie gesagt, wir müssen ja nicht so sterben, wir müssen ja nicht so altern, wir müssen nicht wochenlang an irgendwelchen Geräten hängen und kaum atmen können. Monate über Monate. Bei Ärzten verbringen, Krankenhäusern. Weil die Leute verstehen, das ist ja, was die Leute nicht verstehen. Der Tod mit 60, was die Leute sagen, ach, mit 60 soll ich ruhig krepieren, kein Problem. Ich will so nicht, du stirbst nicht gemütlich, du stirbst nicht langsam. Das dauert Jahre manchmal. Der Krebs, du vegetierst. Lebensqualität weg, du willst nur noch sterben ab einem gewissen Punkt. Ja. Und das ist, was wir, glaube ich, verhindern wollen, oder wirklich, das, was ich mit NNG verhindern will, ist, dass wir mehr Leute auf unsere Seite bekommen, die sagen, ey, weißt du was,
ich will mit 65, 70 meinen Kindern spielen, als wäre ich 35. Ich will nicht, dass mein Sohn sagt, Papa, du bist aber alt geworden. Ja. Weißt du, das wird er nie, also ja. Mein Ziel ist auch es wirklich. Auch den Enkelkindern den gesunden Lebensweg erklären können, weil das ist ja das, was ja. Die Leute verstehen müssen. Die Welt, die gehört uns nicht. Wir Richtig. Haben die von unseren Kindern und Enkelkindern geliehen. Genau. Das ist das, was dem Menschen bewusst sein muss. Das heißt, wenn wir das alle so machen würden, rein theoretisch, gehen wir davon aus, Deutschland ein bisschen was über 80 Millionen Menschen, 40 Millionen Menschen würden plötzlich anfangen und würden das machen. Was ja. Glaubst du denn, was hier los wäre? Was glaubst du denn, was in anderen Ländern los wäre? Die würden alle die Augen aufreißen und würden sagen, oh, was ist da denn los? Das ja. ist aber geil. Aber die wollen ja nicht, die Welt überfüllt sich ja gerade. Die wollen ja auch nicht, dass wir so alt werden. Nein, wir brauchen aber, nicht, ja genau. Das, genau, ist ja das, das was wollen sie ja nicht. Die wollen ja, wie gesagt, die brauchen ja auch die Krebs, Diabetes, die ganzen Sachen. Und das sind Milliardengeschäfte. Weil die Industrie weiter bestehen soll. Genau, auf Biegen und Brechen. Firmen richtig. Wie Amazon und Konsorten, die müssen einfach da bleiben. Die wollen ihren Platz am Markt haben, komme, was da wolle. Und das ist ein Kollateralschäden. Mhm. Dass dann eben Menschen kränklich zu Hause rumsitzen, nicht richtig arbeiten gehen können, früh an Krebs sterben, keine Prostata mehr haben mit Mitte 40 und so weiter und so weiter. Vor allem in unserer Gesellschaft wächst man ja auf. Ich mit 10, meine Oma ist gestorben an Gehirnkrebs. Das heißt, ab 10 habe ich Angst vor Krebs. Mein Vater war an Darmkrebs. Ja, das heißt, genau die Sachen, man hat Angst. Ich kenne die, ihre Mutter ist an Brustkrebs gestorben. Das heißt, sie hat ihr Leben lang, aber wir brauchen uns ja eigentlich gar nicht zu fürchten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, oder? Also das Problem ist ja, die äußeren Umwelteinflüsse, die können wir ja nicht mehr aufhalten, nein, außer wir machen es wirklich alle gemeinsam. Das ist das, was ich mir aus dieser richtig. Ganzen Nummer erhoffe, dass wir einfach ganz viele zum Aufwachen bringen und sagen, Jungs, Mädels da draußen, egal wer ihr seid, es ist egal, nehmt euch alle an den Händen, genau, ne? Wach auf, seht, was los ist auf unserem Planeten, macht mit. Weil nur so können wir das schaffen. Nur wenn wir viele sind, können wir das Ruder auf die Art und Weise rumreißen, dass wir gesunde Lebensmittel haben, um lange gesund alt werden zu können. Mhm. Und nicht dann an Massenmaschinen angeschlossen zu werden in 30, 40, 50 Jahren. Weil wir wissen doch gar nicht, wo die Reise hingeht. Das Essen ist immer nur schlechter und schlechter. Der Planet, der wird immer nur kränker und kränker. Mhm. Das heißt, es ist immer nur noch weniger da von der Energie, die wir aber brauchen, um gesund zu bleiben. Mhm. Ja, der Krug und der Brunnen. Was ist denn, wenn dann plötzlich alle ist? Was ist denn, wenn in dem Apfel keine Energie mehr drin ist, die du brauchst? Was ist denn, wenn du Vitamin C dann als immer schlimmer, in die Venen gepumpt bekommen musst, weißt du? Weil es nicht mehr da ist. Ja, dann haben wir alle zusammen Geburtstag. Dann ist es soweit. Dann haben wir es geschafft. So. Ich finde das gerade, was du gesagt hast, ist das perfekte Abschlusswort eigentlich. Ja. Weißt du, ich würde mich auch... Für unsere gesagt, Kinder, für unsere Enkelkinder. Stefan wird noch öfters bei uns im Podcast zum Glück sein. Wir werden auch verschiedene Themen angreifen. Genau, wir werden auch jetzt in der nächsten Staffel werde ich auch mit dir und einem Spitzensportler zusammensitzen. Und da werden wir auch nochmal reinhacken. Das heißt, wir wollen euch jetzt heute einfach mitgeben, Leute, wirklich informiert euch einmal. Lest. Ihr habt dieses eine Leben und das eine Leben kann richtig schön und gemütlich sein, weil ihr körperlich einfach topfit sein, euer Hormonhaushalt gebalanced ist, es gibt nicht mehr so viele Negativgedanken. Ja. Wir wollen euch einfach wirklich mitgeben, lest, informiert euch, achtet auf eure Ernährung, achtet darauf, dass ihr regelmäßig Sport macht, hört auf mit den Ausreden, no excuses, wirklich jede Ausrede, die ihr für euch macht, ist nur Beschiss an euch selber. Dankeschön. So sieht es doch aus. Sagt danke dafür, dass ihr so seid, wie ihr seid, dass ihr die Möglichkeit habt, auf unserem Planeten geboren zu werden. Und wir wissen jetzt genug über den Körper, um zu wissen, wie kann ich mit 90 noch topfit sein. Ja, Mann. Dankeschön. Ey, Stefan, war richtig geil, dich hier zu haben. Ich freue mich auf jeden Fall auf unsere gemeinsamen Projekte. Wie gesagt, wir hauen jetzt bald ein Ernährungsprogramm zusammen raus, wo wir wirklich dann auch... Alles nochmal ganz detailliert. Genau, ich habe auch ein paar Spitzensportler, an denen wir das jetzt auch in den nächsten Wochen austesten wollen werden. Und ich werde euch nochmal auch meine Vorher-Nachher-Bilder natürlich zeigen. Aber ey, ich bin richtig froh, dass ich hier hatte und ich freue mich auf unsere gemeinsamen Projekte. Ja, immer gerne. Richtig korrekt. Danke dir. Energy. Podcast.